Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Übergang ist ja immer nicht ganz einfach, muss man sagen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Uli Klose uns heute genau zuguckt. Wir setzen jetzt die Haushaltsberatungen fort. Für die heutige Aussprache haben wir am Dienstag eine Redezeit von insgesamt 3 Stunden beschlossen. Und wir kommen jetzt zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und ich denke, wir können beginnen. Das Wort hat für die Bundesregierung der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal möchte ich Ihnen danken, Frau Präsidentin, für Ihre Worte zu Hans-Ulrich Klose, die mich persönlich, weil ich ihn kannte, tief berührt haben. Und Sie haben es gesagt, der Übergang zu einer solchen Debatte, die aber geführt werden muss, ist dann nicht immer ganz einfach. Aber wir müssen reden, und zwar über den Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und ich bin mir sicher, dass wir gleich eine sehr intensive und auch sehr kontroverse Debatte erleben werden. Und das ist auch gut und richtig so, denn schließlich geht es um den größten Einzeletat, um sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viele Mittel. Aber ich will deutlich machen, es geht heute um mehr als Geld. Es geht im Kern darum, was unser Land zusammenhält. Es geht um Leistungsgerechtigkeit, es geht um Respekt und es geht um soziale Sicherheit. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese 3 Werte sind, die unser Land gerade jetzt braucht, wenn wir Krisenmeister in Zukunft gewinnen wollen. Um Leistungsgerechtigkeit geht es etwa, wenn wir über Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sprechen. Denn Arbeit bringt unser Land voran, Arbeit muss sich lohnen und Arbeit macht den Unterschied. Dafür haben wir als Bundesregierung und Koalition eine ganze Menge getan. Dazu gehört etwa die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Dazu gehört, dass wir die Sozialversicherungsbeiträge und Steuern für Beschäftigte mit geringen Einkommen gesenkt haben. Dazu gehört die kräftige Erhöhung des Wohngelds, von der viele fleißige Menschen profitieren, die sonst nicht über die Runden kommen würden. Dazu gehört die deutliche Erhöhung des Kindergelds und des Kinderzuschlags. Und dazu gehört auch, dass es bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten beim Bürgergeld für Auszubildende und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Und das will ich klar sagen. Denn Arbeit macht den Unterschied und Arbeit lohnt sich. Ich sage das deshalb so deutlich, weil einige angesichts der deutlichen Anhebung der Regelsätze beim Bürgergeld so tun, als gelte das nicht mehr. Das ist falsch, meine Damen und Herren. Denn die Regelsätze beim Bürgergeld sichern nicht mehr und nicht weniger als das Existenzminimum von Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist keine willkürliche Idee der Koalition, sondern das ist das Gebot unserer Verfassung und entspricht dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen eins sagen. Deshalb ist es gesellschaftliches Gift, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen Bedürftige auszuspielen. Und es unterschlägt übrigens, dass im Bürgergeld 1/3 derjenigen, die da sind, Menschen sind, die arbeiten und die Gott sei Dank nicht hängen gelassen werden von unserem Staat. Es sind sehr, sehr viele Frauen, übrigens alleinerziehende Frauen. Übrigens gegen manche Nachrichten, die Quote der beschäftigten alleinerziehenden Frauen ist über die Jahre gestiegen. Aber viele von denen müssen Teilzeit arbeiten, haben oft schlechte Löhne. Und die müssen aufstocken und die profitieren auch von der Erhöhung des Bürgergelds. Die Erhöhung ist nicht was für faule Leute, sondern sichert die Existenz von Menschen. Aber Lohnabstand ist wichtig. Das will ich deutlich sagen. Aber wer Lohnabstand will, wer deutlicheren Lohnabstand will, der muss Entlastung für Beschäftigte schaffen, wie wir das getan haben. Und er muss für gerechte Löhne kämpfen. Aber nicht willkürlich das Existenzminimum runterrechnen oder beschneiden, meine Damen und Herren. Das will ich an dieser Stelle sagen. Das lässt die Verfassung nicht zu und das lässt der Anstand auch nicht zu. Und ich sage das ausdrücklich an die Adresse der demokratischen Opposition von CDU, CSU. Man wundert sich ja ein bisschen und man wird übrigens auch sich die Augen reiben müssen. Denn
Einerseits haben Sie ja der inflationsbedingten Anpassung beim Bürgergeld, die Sie jetzt beklagen, letztes Jahr beim Bürgergeld zugestimmt in diesem Bundestag. Sie haben den Mechanismus mitbeschlossen, der jetzt angesichts der Inflation dazu führt. Sie haben keinen Änderungsantrag auch im Vermittlungsausschuss zu dieser Berechnungsmethode gestellt. Aber als es darum ging, den Mindestlohn zu erhöhen auf 12 Euro, der für Lohnabstand sorgt, war die CDU nicht mit an Bord. Deshalb ist es unredlich, was Sie hier so in der Debatte tun. Nein, das ist nicht redlich. Um einen größeren Lohnabstand, lassen Sie uns darüber reden, zu erzielen, ist es wichtig, dass wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir wieder mehr Tarifverträge in Deutschland bekommen. Denn da, wo Tarifverträge sind, sind Löhne deutlich besser als der Mindestlohn. Heute sind nur noch knapp die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland unter dem Dach eines Tarifvertrages. Und deshalb werde ich noch in diesem Jahr ein Tarifstärkungs- und Tariftreuegesetz vorlegen. Wir werden dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an die Unternehmen gehen, die nach Tarifvertrag bezahlen. Und wir ergreifen rechtliche Maßnahmen gegen Tarifwust. Das alles, meine Damen und Herren. Das alles stärkt die Tarifbindung und führt zu gerechteren Löhnen. Und ich kann meinen Appell an die CDU nur noch mal loslassen an dieser Stelle. Machen Sie nicht denselben Fehler wie beim Mindestlohn. Machen Sie mit, wenn es darum geht, Sozialpartnerschaft, Tarifbindung in diesem Land zu stärken und damit für Lohnunterschied zu sorgen. Denn Arbeit muss den Unterschied machen. Arbeit verdient gerechte Löhne. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gerechte Löhne sind eine Frage der Leistungsgerechtigkeit und des Respekts. Darum, um beides, geht es auch bei der Alterssicherung. Ich will, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich nach einem Leben voller Arbeit auf die Rente verlassen können. Und deshalb werden wir in Kürze ein Rentenpaket vorlegen, das dauerhaft auch für zukünftige Generationen das Rentenniveau festschreibt und stabilisiert. Gleichzeitig werden wir mit diesem Paket auch die Finanzierungsgrundlagen der Rente für den anstehenden demografischen Wandel sichern. Die gesetzliche Rente bleibt damit das Fundament der Alterssicherung in diesem Land. Übrigens steht die gesetzliche Rentenversicherung heute besser da, als so manche Untergangspropheten es vor 10 Jahren an die Wand gemalt haben. Die Ursache dafür ist, dass wir heute 4 Millionen Erwerbstätige mehr, sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mehr haben, als vor 10 Jahren prognostiziert. Interessant ist allerdings, dass dieselben Untergangspropheten von damals heute als Antwort auf die demografische Herausforderung eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters fordern. Auch aus den Reihen von CDU und CSU hört man solche Forderungen. Ich sage Ihnen dazu deutlich meine Meinung. Ich halte das für lebensfremd und ungerecht. Tatsache ist, dass man in vielen Berufen weder bis 68 noch bis 69 noch bis 70 arbeiten kann. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, denken Sie ans Handwerk, an die Logistik, an Pflegeberufe, wäre für viele Beschäftigte nichts anderes als eine Rentenkürzung. Und deshalb, ja, wir wollen das reale Renteneintrittsalter steigern. Das ist heute übrigens gestiegen auf 64,2. Da ist auch Luft nach oben, indem wir dafür sorgen, dass Menschen gesund bleiben, dass sie in Arbeit bleiben, dass sie qualifiziert sind. Und wir brauchen flexible Übergänge in den Ruhestand. Aber eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, wie einige es fordern, das werde ich als Arbeits- und Sozialminister nicht machen. Und das wird es mit dieser Regierung nicht geben, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, stabile Renten und gerechte Löhne sind eine Frage von Leistungsgerechtigkeit, von Respekt und von sozialer Sicherheit. Um das zu schaffen und um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, brauchen wir dafür eine starke Arbeits- und Fachkräftebasis. Auch für die Renten. Je mehr Menschen im erwerbsfähigen Alter in sozialversicherungspflichtiger Arbeit sind, desto stabiler sind die Renten. Allerdings erleben wir schon heute, dass in vielen Branchen und Berufen über Arbeits- und Fachkräftemangel geklagt wird. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass das heute erstmal ein Ergebnis einer durchaus positiven Entwicklung ist, so merkwürdig das klingen mag. Aber es ist so, dass heute der Zeitpunkt ist, in dem noch nie so viele Menschen in Arbeit waren in Deutschland wie zuvor. Wir haben eine unglaublich hohe Beschäftigungsquote. Wir haben die Massenarbeitslosigkeit zurückgedrängt, die vor 25 Jahren noch die schwerste Last unserer Gesellschaft war. Und wir haben in der Corona-Krise und in Zeiten der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs mit dem Instrument der Kurzarbeit den deutschen Arbeitsmarkt stabil gehalten. Das ist der Grund, warum heute nicht mehr so viele zur Verfügung stehen, die man anheuern kann. Aber klar ist auch, Wirtschaft und Staat müssen jetzt alle Register ziehen, denn ab 2025
werden die geburtenstarken Jahrgänge, die vor 64 geborenen, die Babyboomer, Stück für Stück in Rente gehen. Und deshalb ist es jetzt wichtig, tatsächlich die Weichen richtig zu stellen. Dafür haben wir in diesem Deutschen Bundestag, hat die Bundesregierung in diesem Jahr ganz, ganz wichtige Weichen gestellt. Ich erinnere an die Ausbildungsgarantie, die wir beschlossen haben, um möglichst jedem jungen Menschen eine Chance zu geben, den Einstieg in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben durch Ausbildung zu schaffen. Ich erinnere daran, dass wir mit dem Weiterbildungsgesetz Instrumente geschaffen haben, damit die Beschäftigten von heute und die Unternehmen im Wandel von Arbeitswelt unterstützt werden. Und das ist auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung. Im Bürgergeld haben wir dafür gesorgt, dass wir Menschen durch Qualifizierung, durch Nachholen von einem Berufsabschluss dauerhaft in Arbeit bringen können und sie nicht einfach in einfachen Tätigkeiten abschieben müssen und das Jobcenter sieht sie dann wieder. Und weil 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, ist das der richtige Weg, Menschen in Arbeit zu bringen und Fachkräfte zu sichern. Wir haben das Gesetz. Dieser Deutsche Bundestag hat das Gesetz für den inklusiven Arbeitsmarkt beschlossen, um Menschen, die ein Handicap haben, in Arbeit zu bringen, und zwar in den ersten Arbeitsmarkt, um Unternehmen zu unterstützen, dafür zu sorgen, inklusive Arbeitsplätze auch einrichten zu können. Da ist ein großes Potenzial. 170.000 Menschen mit schwerer Behinderung, die eine sehr, sehr gute Ausbildung haben, sind arbeitslos. Und die sind im Schnitt besser qualifiziert als andere Arbeitslose. Das ist ein klarer Appell. Wir unterstützen Unternehmen, aber stellt auch Menschen mit einem Handicap ein. Die können was. Und das ist das, was wir in diesem Punkt auch brauchen. Und wir haben ergänzend das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in dieser Koalition hingekriegt, weil es wichtig ist, dass wir kluge Köpfe und helfende Hände für Deutschland gewinnen. All das sind Beiträge, die wir geleistet haben zur großen Aufgabe der Fachkräftesicherung. Aber, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zum Schluss. Wenn wir über Leistungsgerechtigkeit, Respekt und soziale Sicherheit als Schwerpunkte der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Bundesregierung reden, dann geht es also eben konkret um Löhne, die stabil, die steigen müssen, um Renten, die stabil bleiben müssen und um Fachkräftesicherung. Mein Appell an dieses Haus in dieser kontroversen Debatte ist, lassen Sie uns über vieles streiten. Aber anstatt Menschen gegeneinander aufzuwiegeln, geht es um eine Arbeitsmarktpolitik und einen starken Sozialstaat, der dieses Land zusammenhält. Es geht um Chancen und Schutz im Wandel. Und dafür stehen wir in dieser Koalition. Herzlichen Dank. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Sein Ministerium hat mit Abstand den größten Etat. Knapp 172 Milliarden Euro sollen für 2024 bereitgestellt werden, nach 166 Milliarden in diesem Jahr. Der nächste Redner kommt von der CDU-CSU, der zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hermann Gröhe. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Minister, Ihre Selbstbelobigungsrede war alles andere als angebracht. Ihr Haushalt ist ein Offenbarungseid für falsche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Und Sie alle kennen doch die Brandbriefe, die offensichtlich das Ministerbüro zur Nervenschonung dem Minister vorenthält, des Städte- und Gemeindebundes, des Städtetages, des Landkreistages, der Wohlfahrtsverbände, der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Personalräte, der Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, die alle in großer Einmütigkeit ihren Haushalt scharf kritisieren und zurückweisen, weil er der Lage nicht gerecht wird. Und diese Kritik wird von 16 Arbeitsministern aller Bundesländer in wesentlichen Punkten geteilt. Für selbstzufriedenes Schaulaufen ist hier wahrlich kein Anlass, meine Damen, meine Herren. Sie setzen die falschen Prioritäten, aber schlimmer noch, diese Koalition hat keinen gemeinsamen Kompass. Wir haben doch in diesen Tagen erlebt, dass Geschachere, ob 1 Milliarde zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts, dann auch 1 Milliarde für mehr Sozialleistung sein muss. Sie kapieren noch immer nicht, dass eine starke Wirtschaft das Fundament einer verlässlichen sozialstaatlichen Ordnung ist. Das verstehen Sie nicht. Das Fundament bröckelt auch durch Ihre falsche Politik, und Sie schwadronieren über den Dachausbau. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Wir müssen über Prioritäten reden, und die erste Priorität muss sein, Menschen in Arbeit zu vermitteln. Da haben Sie im Sommer sogar Anzeigen geschaltet, dafür war noch ein bisschen Geld da. Unser Schritt nach vorn. Und gaukeln den Menschen vor, dass sie mehr tun für die Vermittlung in Arbeit. Und die Wahrheit ist, Ihr Haushalt sind große Schritte zurück. Sie fahren Ihre eigene Reform gegen die Wand. Es ist unredlich. Es ist fehlender Respekt.
den Jobcentern mehr Aufgaben, aber weniger Geld zuzuweisen. Sie haben sich hier damals damit gebrüstet, Coaching, passgenauere Angebote zu machen, haben gesagt, wir wollen mehr Vermittlung in Arbeit, wir wollen die Instrumente im Instrumentenkasten der Jobcenter erhöhen. Diesen Instrumentenkasten missbrauchen Sie heute als Spardose und versagen damit in der Vermittlung in Arbeit. 200 Millionen sollen alleine der Verwaltung gespart werden. Andrea Nahles hat Ihnen gesagt, dass allein der Tarifabschluss 300 Millionen kostet. Die fehlenden Mittel in der Verwaltung werden dem Eingliederungstitel, also den Maßnahmen für Betroffene, entnommen. Und die kürzen Sie dann auch noch mal um 200 Millionen. All diejenigen, die darauf warten, dass von den neuen Instrumenten Gebrauch gemacht wird, entziehen Sie die Möglichkeit, in Arbeit zu gelangen. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen für Menschen die Möglichkeit für Teilhabe, für eigenverantwortliche Lebensgestaltung. Ja, wir brauchen diese Menschen auch dringend zur Fachkräfte- und Arbeitskräftesicherung. Aber Sie sparen und Sie schwächen die Möglichkeit der Vermittlung in Arbeit. Und was Sie für das nächste Jahr vorhaben, ist schlicht ein Stück aus dem Tollhaus. Da wollen Sie nicht den Werkzeugkasten plündern. Da wollen Sie in den Jobcentern für 700.000 Jugendliche an Langzeitarbeitslose aus der Hand schlagen und den Jobcentern diese wichtige Aufnahme nehmen. Niemand, der etwas von der Sache versteht, hält die Verlagerung der Betreuung junger Langzeitarbeitslose auf die Agentur für richtig. Niemand. Es fehlen die örtlichen Netzwerke, die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und vieles andere mehr. Sie haben über Alleinerziehende gesprochen. Warum machen Sie das, was die Personalräte der Jobcenter zu Recht einen Taschenspielertrick nennen? Weil Sie eine Sparmaßnahme vorgaukeln, weil Sie die Rechnung dem Beitragszahler zuschieben und damit gerade Menschen mit niedrigen Einkommen treffen und weil Ihnen schließlich nichts anderes einfällt, um richtige Prioritäten zu setzen. Sie zerschlagen Hilfswerke für Jugendliche Arbeitslose. Wir reden über 700.000 Menschen, die zum Teil Kinder haben. Und für diese Kinder ist die Vermittlung ihrer Eltern in Arbeit zentral, um aus der Armut herauszukommen. Sie schwächen, Sie zerschlagen diese Hilfssysteme. Sich hier hinzustellen und sich als Sozialreformer darzustellen und dann 700.000 jungen Menschen die Hilfe zu versagen, Herr Arbeitsminister, damit wird man kein Blüm, damit wird man nicht mal ein Blümchen. Hermann Grühe sagte, der Haushalt sei ein Offenbarungseid für falsche Politik. Die erste Priorität müsse sein, Menschen in Arbeit zu bringen. Den Jobcentern wird immer mehr Arbeit aufgelastet, aber sie bekommen immer weniger Geld, so die Abrechnung von Hermann Grühe. Markus Kurt jetzt für die Bündnisgrünen. Kolleginnen und Kollegen, Herr Grühe, ich finde tatsächlich die Herangehensweise, dass Sie junge Menschen und auch Langzeitarbeitslose als Personen mit Potenzial hier erkennen und dass es notwendig ist, diese in Arbeit zu vermitteln. Ich finde diese Herangehensweise grundsätzlich, diese Perspektive, die Sie auf diejenigen haben, die Bürgergeld beziehen, gut. Das sage ich ausdrücklich. Ich würde mir nur wünschen, dass das repräsentativ wäre für die gesamte Union. Und ich glaube, diese Debatte muss man schon beginnen, indem man warnt vor postfaktischem Populismus oder vor dem Anbiedern an Wählerinnen und Wähler durch Benutzen der Unwahrheit, so wie es hier an dieser Stelle leider vor 2 Tagen geschehen ist durch den Fraktionsvorsitzenden der Union, Friedrich Merz, der insinuiert hatte sinngemäß, dass es sich nicht lohne zu arbeiten, sondern dass es einfacher wäre, wenn man rechnen könne, dass man Bürgergeld bezieht. Und so nicken Sie jetzt und sagen hier, rufen Sie zu, genau so. Es ist nicht wahr. Und dazu braucht man keine besonderen intellektuellen Fähigkeiten, um das festzustellen. Da reichen die Grundrechenarten. Dann nehmen Sie den Mindestlohn, multiplizieren das mit den 170 Monatsstunden einer Vollzeitstelle und dann
ziehen Sie die Abgaben ab und vergleichen das, was rauskommt, mit dem Zahlbetrag, der im SGB II gezahlt wird, im Bürgergeld. Und dann sehen Sie, dass da eine beträchtliche Kluft dazwischen ist. Und da gibt es noch vorgelagerte Sozialleistungen und vieles andere mehr. Das ist so nicht richtig und das wissen Sie. Sie wissen es auch deshalb, Herr Merz, weil, wie hier schon sehr richtig der Minister festgestellt hat, Ihre Bundesländer, die auch mit uns gemeinsam regierten Bundesländer, beispielsweise Nordrhein-Westfalen mit dem Sozialminister Karl-Josef Laumann oder aber Schleswig-Holstein mit unserer Sozialministerin Aminata Touré, diesem Gesetz zugestimmt haben. Und Sie hätten doch wohl als Union dem nicht zugestimmt, wenn es denn wirklich so wäre, dass das Bürgergeld attraktiver ist, als zu arbeiten. Also erzählen Sie doch hier nichts. Ich weiß allerdings nicht, was ich schlimmer finden soll. Dass Sie die Unwahrheit hier gesagt haben oder ob ich es schlimmer finden soll, dass Sie das wissentlich getan haben. Wissentlich. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, gefährlich. Das zahlt auch nicht bei der Union ein. Das zahlt bei anderen Leuten ein und das zersetzt am Ende des Tages ein Fundament unserer Demokratie. Und der Sozialstaat zählt dazu. Und das zeigt auch, dass Sie überhaupt nicht verstanden haben, was der Geist des Bürgergeldes ist. Den hat Herr Gröhe mit, finde ich, auch berechtigten Einwänden mit Blick auf die Zukunft, die wir auch beachten werden, hat Herr Gröhe genannt, dass wir nämlich die Personen als Potenzial begreifen, dass wir sie bei ihrer Motivation, die ja da ist, packen, dass wir Motivation wecken wollen und diese Leute nicht als Faulenzer indirekt stigmatisieren oder als in der Hängematte liegend. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Fahle? Nein. Und es ist auch, finde ich, ein Schlag ins Gesicht derer, die mit diesen Menschen arbeiten. Ich habe hier dieser Tage eine Mail gekriegt von einer Teamleiterin in der Arbeitsvermittlung des Jugendberufshauses Dortmund. Sie sagt, ich bin seit insgesamt 18 Jahren eine sehr engagierte Mitarbeiterin in diesem Bereich des Jobcenter Dortmund. Als Mitarbeiterin des Jugendberufshauses fühle ich mich verpflichtet, für die jungen Menschen, aber auch für meine Kolleginnen zu kämpfen. Wir arbeiten engagiert mit den jungen Menschen zusammen, um der Jugendarbeitslosigkeit und dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Meine Damen und Herren, diese Person, die stellvertretend auch für viele Beschäftigte bei Beschäftigungsträgern, Qualifizierungsgesellschaften steht, die auch stellvertretend steht für viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Ausbilderinnen und Ausbilder in überbetrieblichen Einrichtungen, psychosoziale Beratungspersonen, das sind die Heldinnen und Helden von Deutschland. Das ist Deutschland. Diese bringen Deutschland voran. Und ich will abschließend schon noch mal darauf hinweisen, dass hier auch kritische Sachen stehen. Sie bittet mich, sich einzusetzen mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Übertragung der Zuständigkeit für die unter 25-Jährigen vom Rechtskreis der Jobcenter SGB II zur Arbeitslosenversicherung. Und ich finde, das müssen wir ernst nehmen. Das müssen wir ernst nehmen. Ich kann an dieser Stelle all denen, die ich, wie gesagt, für die Heldinnen und Helden Deutschlands halte, und ich weiß, dass viele von Ihnen jetzt zuschauen, ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich das alles erreichen werde, aber ich kann eins sagen für uns insgesamt hier in der Regierungskoalition, dass wir uns für diese Personen einsetzen, dass wir Lebenschancen schaffen wollen, dass wir darauf achten werden, egal wie das jetzt ausgeht, der Kampf und Streit um die beste Lösung, dass wir auf jeden Fall die befähigen wollen, dass wir den Geist des Bürgergeldes erhalten wollen, um Möglichkeiten zu schaffen. Und ich sage auch noch mal, weil Herr Gröhe, Sie den Eindruck erweckt haben, das sei ja jetzt alles schon irgendwie klar, was wir da machen. Wir stehen hier am Anfang der Beratung. Wir sind hier in der ersten Lesung des Haushalts und wir werden im Haushaltsausschuss und im Fachausschuss für Arbeit und Soziales uns die Punkte, die durchaus neuralgisch sind, auch angucken, ob das Eingliederungstitel oder eben auch Rechtskreiswechsel ist. Aber wir tun es immer an der Seite der Langzeitarbeitslosen, der unter 25-Jährigen und an der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter und der Beschäftigungsträger. Vielen Dank.
Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion René Springer. René Springer, meine Damen und Herren, ist der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD. Meine Damen und Herren, liebe Gäste und vor allem die Online-Zuschauer. Herr Minister, ein kurzes Wort zu Ihnen. Sie sprechen in Ihrer Rede von Leistungsgerechtigkeit, Respekt, sozialer Sicherheit. Und da muss ich Ihnen sagen, das machen Sie ja schon viele Jahre, Sie und Ihre Partei. Und das sind alles nur hohle Worte und leere Phrasen. Und das Ergebnis dieser Politik ist, dass Sie bei 16% stehen mit der SPD und wir als Alternative für Deutschland bei 23%. Denn die Bürger sehen, dass der Umgang mit den Mitteln des Sozialstaates durch diese Regierung die Grundlage, die volkswirtschaftlichen Grundlagen unseres Staates gefährdet und auch den sozialen Frieden gefährdet. Und das können wir an den nackten Zahlen ablesen. Das betrifft nicht nur die statistisch nachgewiesene Altersarmut und Armutsmigration, sondern auch die Entwertung der ehrlichen Arbeit durch das sogenannte Bürgergeld. Ein paar Fakten. Während sich die Zahl deutscher Leistungsbezieher seit 2010 halbiert hat, hat sich die Zahl von ausländischen Leistungsbeziehern im Bürgergeld mehr als verdoppelt. Im Jahr 2010 wurden 6,9 Milliarden Euro für ausländische Leistungsbezieher aufgewendet. 2022 war es mehr als das Doppelte, nämlich 15,4 Milliarden Euro. Die Einwanderung, meine Damen und Herren, in unsere Sozialsysteme auf Kosten deutscher Steuerzahler findet statt. Das ist kein Populismus, das ist ein statistischer Fakt. Und Sie haben jetzt, Herr Minister, mit dem Bürgergeld eine Situation geschaffen, in der sich etliche Erwerbsfähige bewusst dem Arbeitsmarkt entziehen, da die Existenz als Transferleistungsempfänger wesentlich lukrativer ist, als einer ehrlichen Arbeit nachzugehen. Während das Bürgergeld erhöht wird, können Millionen Arbeitnehmer von einer Angleichung der Reallöhne nur träumen, obwohl sie jahrelang davon sprechen, dass die Löhne steigen sollen. Grüne Inflation und Steuerlast und wirklich unsinnige Sanktionen zerstören den Lebensstandard. Die schrumpfende Distanz zwischen den Löhnen und Sozialleistungen macht das Arbeiten dabei immer unattraktiver. Für einen Familienvater, um mal ein praktisches Beispiel zu bringen, der bei einer 40-Stunden-Arbeitswoche um die 2.300 Euro netto nach Hause bringt, und das gar nicht so wenig, ist das Bürgergeld eine wirklich attraktive Alternative. Er kann seine ganze Zeit seiner Familie widmen, muss nicht länger Millionen Migranten mitalimentieren und muss sich auch nicht mehr sorgen um zu hohe Heiz- und Mietkosten, denn das alles wird vom Amt übernommen. Wer kann es diesen Menschen eigentlich verübeln, sich angesichts dieser Lage vom beruflichen Leben ausklinken zu wollen? Wenn die verantwortungstragende Politik für eine Situation sorgt, in der Arbeitnehmer keinen Sinn mehr in der ehrlichen Arbeit sehen, dann ist das ein direkter Angriff auf die deutsche Leistungsgesellschaft und gleichermaßen ein direkter Angriff auf das Fundament unseres Wohlstandes. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Gerne eine Kurzintervention im Anschluss. Danke. Aber dass den etablierten Parteien der Weitblick fehlt, ist keine Neuigkeit. Altersarmut, meine Damen und Herren, ist seit über einem Jahrzehnt das Stichwort in der Sozialpolitik. Und heute? Heute liegt jede vierte Rente auf Grundsicherungsniveau. Der Dank für 40 Jahre pflichtbewusster Arbeit heißt für 5 Millionen Rentner in Deutschland, mit weniger als 1.000 Euro netto im Monat auskommen zu müssen. Weshalb übrigens immer mehr über 65-Jährige zusätzlich noch arbeiten gehen müssen. Und zwar mittlerweile fast doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. So sieht politisches Versagen aus. Meine Damen und Herren von der Regierungsbank, höhere Renten wären möglich, würden Sie das Geld der Steuerzahler nicht verballern, als gäbe es kein Morgen mehr. Milliarden für Brüssel, Milliarden für eine gescheiterte Energiepolitik, die wirklich kein einziges Land auf dieser Welt kopiert. Milliarden für Migranten, Milliarden für Kindergeldüberweisungen ins Ausland und Milliarden für einen Krieg, der nicht unser Krieg ist. Dieser Unsinn muss endlich ein Ende haben.
22 Milliarden hat die Bundesregierung bereits aufgewendet für den Krieg in der Ukraine. Das allein sind umgerechnet 585 Millionen Rentenpunkte. Das heißt, man könnte jedem einzelnen Rentner von diesen 5 Millionen, die ich erwähnt habe, monatlich 120 Euro mehr auszahlen. Aber genau das tun sie eben nicht. Stattdessen zahlen sie sich selbst einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro und lassen die Rentner leer ausgehen. Sie erhöhen dann auch noch die CO2-Steuer um 33%. Und das mitten in einer Wirtschaftsrezession. Das ist nichts anderes als Sabotage am eigenen Volk. Aber wir als Alternative für Deutschland wissen es zum Glück besser. Und deshalb sage ich Ihnen abschließend, was unser Land braucht. Wir brauchen sofortige Entlastungsmaßnahmen, vor allem für Geringverdiener, für den Mittelstand und Familien. Wir brauchen Wohlstandsrenten statt Armutsrenten für unsere verdienten Mitbürger, schon allein aus Respekt vor ihrer Lebensleistung. Sofort. Wir brauchen eine totale Kehrtwende in der Migration. Das heißt, abstrecken, abschieben, Geldleistung streichen, Grenzen sichern. Das alles wird es nur mit einer Alternative für Deutschland geben. Und genau deswegen wählen uns immer mehr Menschen. Danke für die Aufmerksamkeit. Winnie Springer war das für die AfD-Fraktion. Der Bundestag diskutiert den Einzelplan 11 Arbeit und Soziales und die nächste Rednerin kommt von der FDP, Claudia Raffelhüschen. Sie ist Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die vergangenen Monate der Haushaltsaufstellung waren offenkundig sehr herausfordernd. Gemündet sind sie in einem Regierungsentwurf, den wir in dieser Woche nun in erster Lesung beraten haben und noch beraten. Heißt auch, erst jetzt beginnt das parlamentarische Verfahren. Und daher ist es mir wichtig, noch ein paar grundlegende Worte zur Haushaltsaufstellung zu verlieren. Erstens gilt weiterhin, wir brauchen die Schuldenbremse nicht nur, sie ist auch in unserem Grundgesetz verankert. Zweitens, der Bundeshaushalt 2024 ist trotz wichtiger Konsolidierungs- und Einsparvorhaben kein Sparhaushalt. Vergleichen wir den vorliegenden Regierungsentwurf mit dem Vorkrisenniveau, dann wird deutlich, dass wir in den kommenden Jahren satte 90 Milliarden Euro oder 25% mehr verausgaben werden als etwa 2019. Wer hier von einem Sparhaushalt spricht, hat meiner Meinung nach den Bezug zur Realität verloren. Drittens. Deutschland steht leider nicht gut da. Die Wirtschaft ist jüngst in eine Rezession gerutscht. Die Inflation ist weiter viel zu hoch. Die Arbeitslosigkeit beginnt wieder zu steigen. Und im internationalen Vergleich schneiden wir schlecht ab. Das darf nicht so bleiben. Und daher ist es absolut richtig, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner zu strikter Haushaltsdisziplin aufgerufen hat. Ziel muss es sein, der deutschen Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Denn nur so wird der Fiskus auch in Zeit genügend Mittel zur Verfügung haben, um unseren generösen, aber eben auch sehr teuren Sozialstaat zu finanzieren. Kommen wir nun zum Einzelplan 11. Mit fast 172 Milliarden Euro ist der Etat des Arbeits- und Sozialministeriums in seiner uns vorliegenden Fassung nochmals deutlich angestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2023 verzeichnet das BMAS ein Plus von rund 5,5 Milliarden Euro, was fast ausschließlich auf die immer weiter steigenden Zuschüsse an die Rentenversicherung zurückzuführen ist. Ganze 117,2 Milliarden Euro schießen wir in das umlagefinanzierte Rentensystem. Das sind astronomische Summen, die jedes Jahr eindrucksvoller zeigen, wie Sie haben es verdient, die Rentner, das sage ich ja gar nicht. Aber trotzdem müssen wir was machen. Wie reformbedürftig und ungerecht unser Rentensystem inzwischen geworden ist. Was die jungen Menschen in diesem Land inzwischen und insbesondere zukünftig schultern müssen, ist wirklich erschreckend. Das BMAS will im Bereich der Rentenversicherung einen Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes leisten und senkt den zusätzlichen Bundeszuschuss im Zeitraum 2024 bis 2027 um 600 Milliarden Euro jährlich ab. Im parlamentarischen Verfahren müssen wir neben diesen sicherlich wirklich gut gemeinten, aber doch im Verhältnis kleinen Maßnahmen wieder ins Gespräch kommen. Wie wir das Gesamtsystem Rente dauerhaft stabilisieren können, ohne immer nur an der Schraube Bundeszuschuss zu drehen.
Außerdem gilt es zu verhindern, dass der Beitragssatz zur Rentenversicherung durch diese steuerliche Entlastung zukünftig noch weiter ansteigen wird. Denn das würde natürlich die jungen Beitragszahler noch mehr belasten und der angestrebten Generationengerechtigkeit zuwiderlaufen. Nur die Konstanz des Beitragssatzes ist wirklich generationengerecht. Neben der Rente dürfte auch der gesamte Bereich SGB II zu intensivem Beratungsbedarf führen, nicht nur wegen der Finanzierung. Das Gesamtbudget liegt im Jahr 2024 laut Regierungsentwurf und entsprechend des Finanzplans wieder bei 9,85 Millionen Euro, sondern auch wegen der geplanten Aufgabenverlagerung junger bürgergeldbeziehender Menschen unter 25 Jahren. Ab dem Jahr 2025 soll das Gesamtbudget SGB II somit um 900 Millionen Euro jährlich sinken. Die praktische Zuständigkeit der Betreuung geht von den Jobcentern zur Bundesagentur für Arbeit über. Ich bin ehrlich, auch für mich muss erst noch mal die Frage geklärt werden, ob es sich wirklich, also um wirkliche Sparmaßnahmen oder um einen Verschiebebahnhof handelt. Denn letztlich wird hier eine Bezugsgruppe aus der Steuerfinanzierung in die Beitragsfinanzierung und damit dem Dunstkreis des SGB III, also einer Versicherungsleistung, verschoben. Zwar würde zunächst eine finanzielle Entlastung des Bundeshaushaltes stattfinden, gleichzeitig wird der Haushalt der Bundesagentur aber überproportional belastet, da die Kommunen ihre finanziellen Anteile nicht mehr übernehmen müssen. Laut Bundesrechnungshof würden hier Mehrkosten von rund 1,1 Milliarden Euro entstehen. Zudem könnte die Folge sein, dass die Bundesagentur für Arbeit die Beiträge in Zukunft zur Arbeitslosenversicherung erhöhen müsste. Dann hätten wir unterm Strich gar nichts gewonnen, ganz abgesehen von der vermutlich leidenden Beratungsqualität junger Menschen und der potenziell inflationstreibenden Komponente durch höhere Sozialabgaben bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Der Bundesrechnungshof teilt diese These in einem kürzlich veröffentlichten Bericht, den wir als kritische Grundlage mit in die anstehenden Haushaltsberatungen nehmen müssen. Im nun beginnenden parlamentarischen Verfahren werden wir deshalb noch mal über all dies sprechen. Das ist unsere Aufgabe als Haushälterinnen und Haushälter, und das verbindet uns auch über die Fraktionsgrenzen hinweg. Unser Ziel muss ein solider Haushalt sein, der den Menschen in diesem Land gerecht wird, sie aber eben nicht überfordert. Denn wir hantieren immer noch mit Steuergeldern, und darüber darf nicht leichtfertig entschieden werden. Kommen Sie bitte zum Schluss. Deshalb ist es gut, dass wir einen Regierungsentwurf vorliegen haben, der die Schuldenbremse einhält und zur Konsolidierung beiträgt. Lassen Sie uns nun, lieber Herr Minister und liebe Kolleginnen und Kollegen, Haushälter, ins Gespräch kommen. Vielen Dank. Gesine Lötsch ist die nächste Rednerin. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion und haushaltspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Koalition verwaltet die Armut in unserem Land. Sie bekämpft sie nicht. Wir wollen die Armut beseitigen, und das ist der entscheidende Unterschied. Aber dafür müssen die Krisengewinner endlich zur Kasse gebeten werden. Doch diese Regierung schützt die Vermögenden mehr als die Armen, und das ist falsch. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat berechnet, die soziale Ungleichheit hat sich in Deutschland deutlich verschärft. 13,8 Millionen Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze, 600.000 mehr als vor der Pandemie, und das nehmen wir nicht hin, meine Damen und Herren. Die rechte Seite des Hauses beklagt nun den geringen finanziellen Abstand zwischen denen, die Sozialleistungen erhalten, und denen, die von Niedriglöhnen leben müssen. Sie wollen die Armen gegen die Armen aufhetzen. Sie wollen damit ablenken, wo das Verteilungsproblem in unserer Gesellschaft liegt. Sie zetteln diesen Streit an, um eben nicht von einer notwendigen höheren Besteuerung der Vermögenden sprechen zu müssen. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, meine Damen und Herren. Auffallend ist der Zuwachs der Armut unter Erwerbstätigen. Insbesondere bei Selbstständigen ist diese Quote von 9 auf 13,1% gestiegen. 9,28 Millionen der insgesamt fast 40 Millionen Beschäftigten erhalten kaum mehr als den Mindestlohn. So darf das nicht weitergehen.
Deutschland darf nicht länger Niedriglohnland sein. Wir könnten zum Beispiel heute sofort die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro beschließen. Die Linke steht dafür bereit, meine Damen und Herren. Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise. Und was tut die Bundesregierung? Sie kürzt bei den Kosten der Unterkunft und bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. Und Sie wissen, dass diese Kürzungen nur einen Grund haben. Sie wollen die unsinnige Schuldenbremse einhalten. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Sie blenden steigende Arbeitslosenzahlen aus und Sie verschließen die Augen dafür, dass immer mehr Menschen zu uns kommen und zu uns flüchten. Meine Damen und Herren, Ihre Aufgabe wäre es, möglichst viele Menschen in gute Arbeit zu bringen. Doch was machen Sie? Es ist schon angesprochen worden, Sie strukturieren um. Die Zuständigkeit für die Beratung und Vermittlung der unter 25-Jährigen soll von den Jobcentern in die Bundesagentur für Arbeit verlagert werden. Damit ist das Chaos vorprogrammiert. Den jungen Menschen helfen Sie damit nicht. Und das ist falsch, meine Damen und Herren. Die Lasten der Corona-Krise, der Klimakrise und die Kriegskosten laden Sie auf den Schultern der Geringverdiener, der Arbeitslosen und Rentnerinnen und Rentner ab. Das ist keine sozialdemokratische Politik, Herr Heil. Setzen Sie sich endlich durch, tun Sie etwas anderes, ändern Sie die Richtung der Politik. Linke Politik geht anders. Herzlichen Dank. Das Wort erhält Katrin Michel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, lieber Herr Minister Heil, liebe Kolleginnen und Kollegen, Czeszczeni Kninja Akneja. Der Einzelplan 11 steht heute zur Debatte, auch 2024 wieder der größte Einzeletat im Bundeshaushalt. Fast ein Drittel des Gesamtetats wenden wir für einen leistungsgerechten Arbeitsmarkt und Sozialpolitik auf und sichern damit den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Und ja, eine auskömmliche Ausstattung des Einzelplan 11 ist von zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft. Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf den Staat verlassen. Wir sorgen dafür, dass alle Berufstätige, Rentnerinnen und Rentner und Arbeitssuchende gleichermaßen gut durch diese Zeit kommen. Eine Zeit geprägt von Kostensteigerungen, einer anhaltenden Energiekrise und eines andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Eine Zeit, die die Menschen belastet und die deutsche Wirtschaft tagtäglich herausfordert. Die Notwendigkeit zur Konsolidierung des Haushalts ist richtig und wichtig, gerade mit Blick auf die nachfolgenden Generationen und die Stabilität der Staatsfinanzen. Das ist ein Fakt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Wochen werden wir gemeinsam mit der Ampel darauf achten, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen, dass wir an den richtigen Stellen investieren, entlasten und zugleich Stabilität sowie Fortschritt ermöglichen. Kluge Haushaltspolitik vor Hintergrund der Schuldenbremse bedeutet eben auch, die vorhandenen Mittel da auszugeben, wo es nötig ist, aber auch da zu sparen, wo es möglich ist. Obwohl manche nicht müde werden, alles schlecht zu reden, trotz herausfordernder Zeiten steht unser Land gut da. Die Renten sind stabil und sorgen für eine verlässliche Absicherung im Alter. Und dies werden wir mit dem Rentenpaket 2 verstetigen und zukunftssicher machen. Wir erhöhen die Regelsätze im Bürgergeld, das Wohngeld steigt, genauso wie Kindergeld und Kinderzuschlag. Und ja, wir haben es heute schon öfter gehört, hier können manche nicht rechnen, mit der Politik der Ampel macht Arbeit sehr wohl den Unterschied, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU. Und wissen Sie, dass Sie immer wieder Stimmung auf dem Rücken Arbeitssuchender machen, das ist nicht neu, aber es steht Ihnen trotzdem nicht gut zu Gesicht. Die Regelsätze beim Bürgergeld regeln das Existenzminimum, nicht mehr und nicht weniger. Und ein stabiler Arbeitsmarkt und damit die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und der soziale Zusammenhalt, das sind doch zwei Seiten einer Medaille. Und eine Ausgrenzung von Menschen mit sozialer Teilhabe ist nicht nur schäbig, es ist falsch und treibt einen Keil in die Gesellschaft. Und wenn ich mich recht erinnere, Sie haben ja zugestimmt, aber vermutlich war das Thema zu komplex. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Trotz der Krisen der letzten 3 Jahre verzeichnen wir einen historisch hohen Wert an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Doch wir müssen natürlich mit Blick auf die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage Vorsorge treffen, dass das auch so bleibt. Wir werden uns in den Verhandlungen für eine angemessene Finanzierung von Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt einsetzen. Die Mitarbeitenden in den Jobcentern leisten nicht erst seit der Antragsflut beim Kurzarbeitergeld während Pandemie und Energiekrise eine fantastische und absolut unverzichtbare Arbeit. Dafür sage ich an dieser Stelle auch im Namen meiner sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank. Wir werden den Jobcentern durch eine auskömmliche Finanzierung ermöglichen, dass die benötigten Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt einkaufen können und somit die Voraussetzungen gegeben sind, um denjenigen, die arbeiten können, die entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist eine wertvolle Investition in den Arbeitsmarkt und auch eine Bedingung dafür, dass die von der Ampelkoalition beschlossene Fachkräftestrategie erfolgreich umgesetzt werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Mittwoch mit dem Deutschlandpakt Bundesländer und Kommunen dazu aufgerufen, gemeinsam Deutschland voranzubringen. Es gibt Zustimmung von Ländern und auch der Präsident der Deutschen Arbeitgeberverbände begrüßt den Vorstoß des Kanzlers. Die CDU/CSU ist da noch ein bisschen unentschlossen. Der eine fühlt sich veräppelt und der andere nennt es Offenbarungseid. Wissen Sie, wie ich es nenne? Verantwortung. Wenn ich erkenne, dass meine Prozesse nicht funktionieren, muss ich nachjustieren. Ich muss andere Lösungsansätze prüfen. Wir diskutieren doch schon lange darüber, ob und wie wir PolitikerInnen Verantwortung für unser Handeln übernehmen können. Doch mit einer wirklichen Fehlerkultur haben wir in Deutschland so unsere Probleme. Wissen Sie, erfolgreiche Unternehmen, egal ob groß oder klein, haben auch deshalb Erfolg, weil sie eine gesunde Fehlerkultur pflegen und Prozesse regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Bei Bedarf werden Prozesse geändert oder angepasst. Warum soll das denn in der Politik falsch sein? Ich finde es sehr klug. Und wenn wir das in der Vergangenheit schon gemacht hätten, wäre uns bestimmt der ein oder andere teure Fehler erspart geblieben. Und welcher Etat hätte sich nicht über zusätzliche 243 Millionen Euro gefreut? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben schwierige Verhandlungen vor uns. Wir haben eine hohe Verantwortung für dieses Land, für diese Menschen. Lassen Sie es uns gemeinsam tun. Ich freue mich auf konstruktive und gute Verhandlungen. Glück auf! Ein Wort zu den Jobcentern. Bundesarbeitsminister Heil will den Bundesetat ab 2025 um 900 Millionen entlasten, indem er Aufgaben von den steuerfinanzierten Jobcentern auf die Bundesagentur für Arbeit verschiebt. Wunderbar. Das werde ich jetzt nicht wiederholen können, aber vielleicht nächstes Mal gleich die Übersetzung dazu sagen. Ganz herzlichen Dank. Wir müssen das ja nur nachvollziehen können, um womöglich falschen Interpretationen vorzubeugen. Wir gehen weiter in der Debatte. So, und nächster Redner ist jetzt Stefan Stracke, der Sprecher für Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Grüß Gott, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deutschland befindet sich in der Rezession. Wir sind das einzige Industrieland, das schrumpft. Und das Einzige, was bei der Ampel wächst, sind die Arbeitslosenzahlen und die Inflation. Die Rekordinflation macht zig Millionen Menschen zu schaffen, weil sie immer weniger Geld haben, um sich das Leben leisten zu können, und kommen kaum noch über die Runden. Der Normalverdiener in unserem Land wollen sich ein gutes Leben leisten können. Und dazu braucht es echte Entlastungen für die hart arbeitende Mittelschicht. Und genau bei diesen Fragen der Entlastungen ist Fehlanzeige bei dieser Bundesregierung. Der Bundessozialminister ist hier stumm und tatenlos. Sie versagen bei der Bekämpfung der Inflation. Das ist Ihre Bilanz dieses Jahres, Herr Bundessozialminister. Herr Minister Heil, der Haushalt ist immer der Realitätscheck Ihrer eigenen Politik. Und bestes Beispiel dafür ist das Bürgergeld. Sie haben großspurig versprochen, Langzeitarbeitslose deutlich besser als bisher in Ausbildung und Arbeit zu bringen.
Und statt mehr Unterstützung wird es jetzt in Wahrheit weniger Unterstützung geben. So sieht Ihre echte Arbeitsmarktpolitik aus, Herr Minister. Sie wollen den Jobcentern 800 Millionen Euro weniger zur Verfügung stellen. Und damit graben Sie den Jobcentern das Wasser ab, mit der Folge, dass Langzeitarbeitslose weniger und schlechter betreut werden können, anstatt besser. Und das in einer Situation, in der sich der Arbeitsmarkt zulasten der Arbeitslosen gedreht hat. Sie sind angewiesen auf mehr Unterstützung statt weniger, auf mehr Chance für ein selbstbestimmtes Leben. Herr Heil, Sie wollen Ihren Haushalt auf dem Rücken der Arbeitslosen sanieren. Das ist schäbig und kein Anzeichen von Respekt gegenüber denjenigen, die tatsächlich Hilfe bedürfen. Sie hinterlassen eine Spur des Schadens und ernten nichts als Frustration. Frustration bei den Jobcenter-Mitarbeitern, weil sie deren Arbeit nicht wertschätzen und sie zur bloßen Zahlstelle stärker degradieren. Sie ernten Frustration bei den Langzeitarbeitslosen, weil sie weniger statt mehr Chancen bekommen, und auch Frustration bei den arbeitenden Steuerzahlern. Denn hier muss sich ja der Eindruck bei Ihnen verfestigen, dass das Bürgergeld mehr mit der Erhöhung sozialer Transfers dient statt der Überwindung dieser Transfers durch gute und dauerhafte Arbeit. Und so wird der Sozialstaat zum bloßen Versorgungsstaat. Und das ist grundfalsch. Ändern Sie Ihre Politik, Herr Heil. Und der Bundesfinanzminister hat ja in seiner Einführung in den Haushalt deutlich gemacht, dass er den Lohnabstand und die Erwerbsanreize, die das Bürgergeld offeriert, letztlich in Frage stellt. Ich sehe, dass Sie in der Koalition noch massiven Klärungsbedarf haben. Sie sollten sich das, was Sie sich in Meseberg vorgenommen haben, Konflikte nicht mehr öffentlich austragen, dann auch mal tatsächlich dran halten, Herr Bundessozialminister. Ich sehe eine Wortmeldung vom Präsidenten. Ja, wenn Sie die erlauben, nehmen wir die gleich. Ja, gerne. Herr Audertsch von den Grünen. Herr Stracke, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie erinnern sich sicher, als wir über das Bürgergeld gesprochen haben, dass wir ganz persönlich stundenlang darüber geredet haben. Und Sie erinnern sich sicher auch, dass ich mit Frau Scharf sehr intensiv geredet hat, die Sozialministerin aus Bayern. Und Sie erinnern sich sicher auch, dass ich mit Herrn Gröhe sehr intensiv gesprochen habe. Sie erinnern sich sicher auch, dass ich mit Herrn Spahn sehr intensiv gesprochen habe. Und warum? Warum? Weil wir einen Konsens gesucht haben, weil es im Bundesrat darum ging, eine Einigung zu finden. Und ich erinnere mich an einen Zeitpunkt, als Herr Merz am Ende sich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, dass das Bürgergeld, so wie es dann war, gut war. Sie haben allem zugestimmt, was damals im Raum stand. Und jetzt fangen Sie an, in jeder einzelnen Rede dagegen vorzugehen. Was versprechen Sie sich davon? Was wollen Sie jetzt sagen, dass Sie damals unzurechnungsfähig waren, dass Sie jetzt Ihre Position völlig auf den Kopf gestellt haben, dass Ihnen die Leute plötzlich egal sind? Warum streuen Sie den Menschen Sand ins Auge? Und die zweite Frage, wenn Sie gerade von der Mittelschicht gesprochen haben. Aber bitte schnell. Mach ich schnell. Wenn Sie gerade von der Mittelschicht gesprochen haben, Sie hatten eine Möglichkeit, die Löhne für die Menschen, die hart haben, 6 Millionen anzuheben. Das war, als wir hier über den Mindestlohn abgestimmt haben. Sie haben diese Zustimmung verweigert und die Löhne für die Menschen nicht angehoben. Warum versuchen Sie, Menschen Sand in die Augen zu streuen und sagen jetzt exakt das Gegenteil dessen, was Sie getan haben? Werter Herr Kollege, Sie lenken vollkommen ab. Denn Sie sind es ja mit Ihrem Vorschlag, mit dem Sie die Regierung hier in das Parlament geht, wo Sie den Langzeitarbeitslosen weniger Geld zur Verfügung stellen wollen und damit weniger Chancen vermitteln wollen. Sie kürzen doch den Jobcentern und beabsichtigen, 800 Millionen Euro zu entziehen und damit das Wasser abzugraben und damit im Ergebnis weniger Chancen zu vermitteln. Da dürfen Sie doch uns nicht das vorwerfen, sondern Ihr richtiger Adressat ist dieser Bundessozialminister und Bundesarbeitsminister, an den Sie sich wenden müssen in den Bereichen. Und klären Sie das bitte innerhalb Ihrer Koalition.
statt dies der Union vorzuwerfen, dass sie sparen zu Lasten derer, die eigentlich die Unterstützung am meisten bedürfen. Und gerade in einer Situation, wo es jetzt die Langzeitarbeitslosen immer schwerer haben, weil sich der Arbeitsmarkt durch Ihre Wirtschaftspolitik zu deren Lasten gedreht hat. Deswegen brauchen Sie mehr Unterstützung statt weniger. Und darauf weisen wir hin. Und Ihre Politik ist eine Belastung für die Menschen und nichts Gegenteiliges. Und das gilt auch für die beabsichtigte Zuständigkeitsverlagerung für die Hilfebedürftigen unter 25 Jahren. Wir wollen, dass die jungen Menschen einen guten Start im Berufsleben bekommen. Und wir haben dazu gut funktionierende Strukturen mit unseren Jobcentern vor Ort. Und genau diese Strukturen, Herr Heil, wollen Sie zerstören und auflösen. Sie ernten dafür breite Kritik, die Sie wegwischen. Kritik vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, Kritik vom Deutschen Städtetag, Kritik von Seiten des Landkreistages und aller 16 Bundesländer. All diese Kritik wischen Sie mit einem Federstrich weg. Das ist Arroganz, meine sehr verehrten Damen und Herren. So kann man nicht mit Kritik umgehen, mit denjenigen, die den Sozialstaat vor Ort tragen. Sie erschweren die Vermittlung junger Menschen in Arbeit und sie belasten zusätzlich den Beitragszahler. Und das ist ja ein durchgängiges Muster Ihrer Ampelpolitik. Sie verschieben letztendlich Steuermittel hin zu einer Belastung in der Beitragszahler. Das ist nichts anderes als Verschiebebahnhöfe. Wir sehen das in der Krankenversicherung, wir erleben das in der Pflegeversicherung und jetzt bei der Arbeitslosenversicherung und auch bei der Rentenversicherung durch die Kürzung der Zuschüsse. Sie belasten die hart arbeitende Mitte unserer Gesellschaft und das in Zeiten von Inflation und schwächelnder Konjunktur. Es ist ein Irrsinn, gerade diejenigen zu belasten, die unseren Wohlstand erwirtschaften. Notwendig ist, Fleiß und Leistung zu belohnen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Endlich eine Belastungsbremse, Frau Präsidentin, eine Belastungsbremse bei 40% bei den Sozialversicherungsbeiträgen einzuführen und die Überstunden auch tatsächlich steuerfrei zu stellen. Dafür steht die Union. Sie stehen für nichts weiter als zusätzliche Belastungen. Stefan Stracke hat gesagt, die Langzeitarbeitslosen seien schlechter betreut. Schauen wir mal drauf. Deutlich weniger Geld soll es für die Langzeitarbeitslosen geben, die wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Hunderte Millionen Euro weniger sind für das Eingliederungs- und Verwaltungskostenbudget eingeplant. Und der nächste Redner, die nächste Rednerin ist Beata Müller-Gemmicke von den Bündnisgrünen. Frau Präsidentin, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, in diesem Haushalt sind die finanziellen Spielräume eng, auch im Bereich Arbeit und Soziales. Und gerade deshalb ist es besonders wichtig, dass wir die zentralen Ziele fest im Blick haben. Und aus grüner Sicht geht es darum, Arbeitslosigkeit und vor allem auch Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Und das schaffen wir mit Unterstützung für die einen und mit Qualifizierung für die anderen. Alle Erwerbslosen brauchen Chancen und Perspektiven. Vor diesem Hintergrund gibt es zwei Punkte natürlich in diesem Haushalt, die Fragen aufwerfen und die wir zu diskutieren haben. Der erste ist der geplante Rechtskreiswechsel. Junge Menschen unter 25 Jahren sollen ja künftig nicht mehr von den Jobcentern, sondern von den Arbeitsagenturen betreut werden. Das klingt nach einer einfachen Verschiebung, die unkompliziert umgesetzt werden kann. Wenn wir uns das aber genau anschauen, dann ist das natürlich alles andere als einfach. Die Gründe sind vielfältig. Die Fachkräfte in den Jobcenter haben jahrelange Erfahrung mit den jungen Menschen, die eben nicht sofort vermittelt werden können, die gesundheitliche Einschränkung haben oder die mit schwierigen Familienverhältnissen zu kämpfen haben. Und genau das haben natürlich die Jobcenter im Blick. Sie unterstützen die jungen Menschen individuell, aber auch mit Blick auf die familiäre Situation. Und in den Arbeitsagenturen, da geht es natürlich in erster Linie eben nicht um diese ganzheitliche Unterstützung, sondern um Vermittlung. Und das ist ja auch ihre gesetzliche Aufgabe. Aber genau dieser andere Fokus, der macht uns Grünen Sorgen, denn wir dürfen diese jungen Menschen einfach nicht verlieren. Die Jobcenter
haben dazu auch die passenden Instrumente. Es gibt beispielsweise den Paragraphen 16h, also für sogenannte schwer erreichbare junge Menschen, der in enger Kooperation mit der Jugendhilfe umgesetzt wird. Mit dem Bürgergeld haben wir nochmal die aufsuchende Arbeit stark gemacht. Wir haben das ganzheitliche Coaching eingeführt. Auch wenn einige dieser Instrumente zusammen mit den jungen Menschen in die Agenturen, ins SGB III verschoben werden, dann hätten wir immer noch nicht die passenden Strukturen. Denn die Jobcenter sind natürlich lokal vernetzt mit Jugendhilfe, Schulen, Kammern, Sozialarbeit, Stichwort Jugendberufsagenturen. Und von daher wundert es nicht, dass es von allen relevanten Akteuren Kritik dazu gab. Städte, Landkreistag, Jobcenter, Personalräte, Jugendberufshilfe. Sie sind sich alle einig, wir sollen auf keinen Fall diese etablierten Strukturen aufgeben. Und Herr Gröhe, wir sind in der ersten Lesung. Ich weiß, ich muss es Ihnen als Union sagen, dass wir in der ersten Lesung sind. Natürlich nehmen wir diese Kritik ernst. Und natürlich werden wir darüber diskutieren, uns damit auseinandersetzen. Das müssten Sie als Union eigentlich wissen, wie so ein parlamentarisches Verfahren funktioniert. Der zweite Punkt, der uns Grüne umtreibt, sind die geplanten Kürzungen bei der Arbeitsförderung. Wir haben ein Bürgergeld beschlossen mit guten Instrumenten. Wir wollen eine Qualifizierungsoffensive, um arbeitslose Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Und dafür brauchen wir natürlich auch die notwendigen Mittel. Bei der Arbeitsförderung darf definitiv nicht gekürzt werden. Richtig wären doch Investitionen in die Menschen, in die Ausbildung, in Arbeit. Und davon profitieren dann die Menschen. Wir tun gleichzeitig dann etwas gegen den Fachkräftemangel und reduzieren damit auch die Ausgaben bei den Transferleistungen. Genau das ist Sinn und Zweck guter, aktiver Arbeitsmarktpolitik. Und genau darüber werden wir bei den Haushaltsberatungen auch reden. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Ulrike Schielke-Ziesing für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, verehrte Bürger. Der Entwurf für den Haushalt ist noch nicht einmal trocken, da ist er auch schon Makulatur, Meseberg sei Dank. Das Bürgergeld wird, wie man hört, erneut erhöht, um satte 12%. Was den Bundeshaushalt Pi mal Daumen um weitere 5 Milliarden Euro belastet. Das Geld dafür kann ich im Haushalt nirgendwo finden, es ist nämlich nicht da. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich eingeführte Leistungen rapide verselbstständigen. Im Vorfeld wurde uns ja bereits angekündigt, dass es Kürzungen geben wird in Bereichen, denen es gut geht. Das Geld gehe dann in neue Projekte zuoberst in das besagte Bürgergeld. Aber ich war doch überrascht, Herr Heil, dass Sie dafür allen Ernstes bei der Rente kürzen wollen. Und zwar kürzen Sie den zusätzlichen Zuschuss um satte 2,4 Milliarden Euro über 4 Jahre verteilt, das heißt 600 Millionen Euro pro Jahr. Auch bei der Kranken- und Pflegeversicherung soll gekürzt werden, ausgerechnet. Aber hier geht es um die Rentenversicherung. Nein, der Rentenkasse geht es nicht gut. Nur weil ihre Konstruktion die nächsten 2 Jahre noch mit Ach und Krach durchhält. Was jetzt passiert in diesem Moment ist, dass die Rücklagen der Rentenversicherung jeden Tag schrumpfen und 2027 aufgebraucht sind. Wir reden von einer gesetzlichen Rente, die den Menschen nur noch ein Minimum an Leistungen bietet, dafür aber exorbitant hohe Beiträge einfordern muss, weil das System über Jahrzehnte hinweg mit immer neuen Leistungen überfrachtet wurde, die ordnungspolitisch aber auch gar nichts mit einer beitragsfinanzierten Sozialversicherung zu tun haben. Zur Erinnerung. Die Rentenversicherung bleibt jedes Jahr auf einem Defizit von rund 37 Milliarden Euro sitzen für versicherungsfremde Leistungen, die der Bund ausgleichen müsste, es aber nicht tut. Und es ist so, Sozialleistungen, die einmal den Weg ins Gesetzbuch gefunden haben, bleiben. Wer jetzt über die abschlagsfreie Rente mit 63 jammert, hätte sie gar nicht einführen dürfen, denn die Folgen waren ja durchaus bekannt. Und wer jetzt mit der Kindergrundsicherung oder der weiteren Erhöhung des Bürgergeldes neue Wohltaten verteilt, der muss wissen, dass der Weg ins bedingungslose Grundeinkommen gefährlich ist. Denn wir kommen nicht nur finanziell an unsere Grenzen, sondern haben auch ein massives Gerechtigkeitsproblem.
Unsere Arbeitnehmer wissen, dass sie mit ihren Steuern eben nicht nur die wirklich Bedürftigen unterstützen, sondern auch viele, die durchaus selbst für sich sorgen können. Und noch viel mehr von Rechts wegen, die von Rechts wegen gar nicht hier sein dürften. Rund 50% der Bürgergeldempfänger haben keinen deutschen Pass. Wir locken Armutsmigranten aus aller Welt mit üppigen Sozialleistungen ins Land. Unser Kindergeld ernährt ganze Regionen in Osteuropa. Wir schieben Milliardenbeträge in alle Welt. Vor ein paar Tagen flog Indien mit unseren Steuergeldern zum Mond. Dafür streicht unsere Regierung ausgerechnet beim Digitalfonds und verhindert damit wichtige Investitionen in die Zukunft. Inzwischen zerfällt die Infrastruktur, vom Bildungssystem gar nicht erst zu reden. Wir importieren dreckigen Kohlestrom zu horrenden Preisen, während Schweden den Bau von 10 neuen AKWs ankündigt. Immer mehr alte Menschen rutschen in die Armut oder sollen aus ihren Häusern, denn die werden ja jetzt gebraucht. Dafür verlassen die Unternehmen reihenweise und fluchtartig das Land, denn Bürokratie und Steuerlast sind erdrückend. Und an das Märchen von den Fachkräften, die unsere Renten bezahlen, glauben nur noch die Grünen und Frau Schnitzer. Das alles sind krasse Fehlsteuerungen, die natürlich auch Auswirkungen haben auf den Arbeitsmarkt und auf die Sozialkassen, über deren Haushalt wir heute reden. Ständig heißt es, wir sollten alle mehr und auch länger arbeiten, aber die Menschen fragen sich, wofür? Wenn die Bürger sich diese Frage nicht mehr beantworten können, dann haben wir ein Problem. Dieses Problem kann nur gelöst werden durch vorausschauende und vor allem ehrliche Politik. Ein Beispiel dafür aus unserem Etat ist heute schon mehrmals angesprochen worden. Was bedeutet es wohl, wenn das BMAS ab 2025 900 Millionen einsparen will? Nicht etwa durch Leistungskürzungen, sondern dadurch, dass die bisher von den Jobcentern betreuten Arbeitslosen unter 25 zukünftig in die Zuständigkeit der BA geschoben werden. Frau Nahles wird sich bedanken. Denn eins ist doch klar, billiger wird gar nichts. Nur zahlt das dann eben nicht mehr der Steuer, sondern der Beitragszahler. So erzeugt man hübsche Bilanzen und neue versicherungsfremde Leistungen. Seit Jahrzehnten werden auf diese Art Hütchenspiele mit Steuern und Sozialkassen betrieben. Und nur um festzustellen, am Ende ist das Geld weg. Nicht nur die Schulden, die wachsen weiter. Laut Statistischem Bundesamt alle 3 Tage um 1 Milliarde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so geht es doch nicht weiter. Die Bürger haben das inzwischen begriffen. Wachen Sie bitte auf, machen Sie sich ehrlich und ändern Sie Ihre Politik. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert seit 9 Uhr heute Morgen den Einzelplan Arbeit und Soziales von Minister Hubertus Heil. Und der nächste Redner ist jetzt Pascal Kober. Er ist Sprecher für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Wirtschaft, die Grundlage unseres Wohlstandes, steht unter Druck. Es ist in einer schwierigen Situation. Bereits Ende Juli diesen Jahres hat der Internationale Währungsfonds feststellen müssen, dass unter den großen und wichtigen Volkswirtschaften der Welt Deutschland die einzige ist, die unter schwächelnder Konjunktur leidet. Die Situation ist ernst, und gestern hat das IFO-Institut seine Prognose für das Wirtschaftswachstum noch einmal nach unten korrigieren müssen. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik bereits wichtige Schritte in die richtige Richtung gegangen sind und das auch in den nächsten Jahren gemeinsam fortführen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wirtschaft leidet unter Energiepreisen, die Wirtschaft leidet unter hohen Zinsen, unter vielen kleineren Faktoren. Aber ein ganz, ganz großer Faktor ist eben auch der Fachkräftemangel. 100 Milliarden Euro, sagt die Deutsche Industrie- und Handelskammer, kostet uns der Fachkräftemangel derzeit schon an Wohlstand, und das geht genau auf Ihr Konto, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Sie haben damals, 2010, nicht auf Ihre Arbeitsministerin gehört, die das schon prognostiziert hatte, dass der Fachkräftemangel der wohlstandsgefährdende Faktor des kommenden Jahrzehnts sein wird. Sie haben sich damals dagegen gestellt, dass FDP und Ihre eigene Ministerin ein modernes Einwanderungsgesetz auf den Weg machen gebracht hätten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese 100 Milliarden sind Ihre Bilanz. Guck mal. Und deshalb war es richtig, dass wir
kurz vor dem Sommer ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht hat, das einen Modernitätsschub gebracht hat. Wir haben ein Punktesystem eingeführt, wie es die erfolgreichen Einwanderungsländer gemacht haben. Wir haben die Verfahren verkürzt, weil es jetzt möglich ist, schon vom ersten Tag an hier zu arbeiten, während noch die Berufsqualifikationsanerkennung parallel läuft. Das ist eine Beschleunigung, das ist ein Motor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das hat diese Koalition auf den Weg gebracht, und das ist wichtig für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland. Und ja, das Bürgergeld steigt, und es ist schon mehrfach gesagt worden, und ich kann leider auch nicht darauf verzichten, es noch einmal zu sagen. Sie haben diesem Anpassungsmechanismus, wie die Inflation mit eingerechnet wird, sowohl 2010 zugestimmt als auch im vergangenen Jahr. Aber ich sage Ihnen auch eines: Arbeit muss sich lohnen. Arbeit muss sich lohnen. Aber Sie haben geradezu mit eiserner Hand verteidigt, dass Sie gerade den Geringverdienern von jedem verdienten Euro 80 Cent abziehen. Sie waren nicht bereit, weder in den Koalitionsverhandlungen 2009 noch in den darauffolgenden Jahren, den Menschen mehr zu lassen in ihrer eigenen Tasche. Und das ist auch ein Grund, warum sich Arbeit in diesem Land besser lohnt mit dieser Regierung, weil wir haben zum 1. Juli einen ersten Schritt gemacht zur Reform der Zuverdienstgrenzen. Und insbesondere für die jungen Auszubildenden, Marc Biadatz, die jungen Auszubildenden von einem beispielhaften Ausbildungsgehalt von 800 Euro. Da habt ihr den Leuten nur noch 240 gelassen. Mit dieser Regierung haben die jungen Leute 600 Euro jetzt in der Tasche. Und das ist Leistungsgerechtigkeit, das ist Motivation, das ist mehr Gerechtigkeit in diesem Sozialstaat. Und wir werden auch im nächsten Jahr uns noch einmal das Thema Zuverdienstgrenzen anschauen, weil es wichtig ist, dass die Menschen mehr verdienen dürfen, mehr behalten dürfen von dem, was sie verdient haben. Und das ist wichtig. Und ein nächstes Thema, was Sie immer haben schleifen lassen in Ihrer Regierungszeit, ist das Thema Generationengerechtigkeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit dem Generationenkapital endlich einmal eine Rentenpolitik auf den Weg bringen, die nicht nur in Legislaturperioden denkt, sondern in Generationen. Denn nur so geht Generationengerechtigkeit. Und wir werden gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern einen Fonds aufbauen, wie es Schweden uns vormacht, damit die Rentenversicherung unterstützt wird durch Einnahmen aus dem Kapitalmarkt. Und Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz nennt das Hedgefonds-Mentalitäten. Ja, haben Sie denn jeden wirtschaftspolitischen Sachverstand verloren? Ich kann Ihnen nur raten, liebe Union, weg, weg, weg von taktischer Oppositionshaltung hin zu wirtschaftspolitischer und arbeitsmarktpolitischer Vernunft. Dann werden Sie auch von den Wählerinnen und Wählern wieder ernst genommen. Ich freue mich auf die Debatten mit Ihnen auch im kommenden Jahr. Die nächste Rednerin kommt von der Linken, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Susanne Ferschel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Klimakrise, Inflation, Krieg, wirtschaftliche Rezession, der Dauerkrisenmodus verschärft die soziale Ungleichheit. Und die Bundesregierung hält manisch an der Schuldenbremse fest, wirkt damit die Wirtschaft immer weiter ab und stellt den Haushalt auf Kriegswirtschaft um. Denn während die Verteidigungsausgaben im und am Haushalt vorbei steigen und steigen, setzt die Bundesregierung in allen anderen Bereichen den Rotstift an, nach dem Motto: lieber Panzer statt Kinder. Das ist inakzeptabel. Zwei Beispiele aus dem Bereich Arbeit und Soziales. Sie sparen beim zusätzlichen Bundeszuschuss für die Rentenversicherung. Statt Kürzungen ist es aber dringend notwendig, die Rentenversicherung zukunftsfest zu machen. Die durchschnittliche Rente liegt nach 45 Versicherungsjahren bei knapp über 1.500 Euro. Das erreicht ein Abgeordneter bereits nach 6 Jahren. Das ist doch beschämend für diese Bundesregierung. Wir brauchen stabile Zuschüsse in die Rentenversicherung, und vor allem brauchen wir eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einbezahlen. Greifen Sie doch statt dieser bekloppten Aktienrente endlich unser Konzept dazu auf. Zweitens,
Sie kürzen die Verwaltungskosten bei den Jobcentern. Und das bedeutet letztlich weniger Mittel für die Integration von Langzeitarbeitslosen, die Sie ja eh schon kürzen. Selbst die Arbeitsförderung für Jugendliche verschlechtern Sie, indem Sie künftig die Jobcenter, eine Verschiebebahnhof von den Jobcentern zu der Bundesagentur für Arbeit machen. Und das ist nicht nur für die betroffenen Menschen, sondern auch zu Zeiten eines Fachkräftemangels eine katastrophale Entscheidung. An die Adresse der Bundesregierung kann ich nur sagen, stoppen Sie diese politische Geisterfahrt. Durch die Kürzungen im sozialen Bereich und immer noch mehr Aufrüstung bringen Sie nicht nur den äußeren, sondern auch den inneren Frieden immer weiter in Gefahr. Damit wird sich die Linke nicht abfinden. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Dagmar Schmidt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Menschen in Deutschland kommt gerade vieles zusammen. Verunsicherung durch Putins Krieg und eine sich verändernde Welt, Wandel unserer Industrie hin zur Klimaneutralität, Veränderung der Jobs und der eigenen Arbeit durch Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Und schon die Organisation eines ganz normalen Familienalltags ist schon kompliziert genug. Und wenn noch etwas dazukommt, Krankheit, keine Betreuung fürs Kind oder pflegebedürftige Eltern, dann ist das kaum zu packen. Der Deutschlandpakt, um die Dinge schneller und einfacher zu machen, gilt nicht nur für Wirtschaft im Wandel. Er gilt genauso, und das hat der Kanzler gesagt, für die Dinge, die den Menschen im Alltag schwerer und bürokratischer machen. In schweren Zeiten muss es einfacher werden, müssen die Lasten auf vielen, vor allem auf den starken Schultern getragen werden. Und es ist schade, dass einige die Krise nutzen wollen, um das Gegenteil zu tun, um durchzusetzen, was sie schon immer wollten, den Sozialstaat schleifen und vor allem den kleinen Leuten den Gürtel enger schnallen. Und da sind manche, wenn sie vom Mittelstand reden, meinen sie damit nicht diejenigen, die den ganzen Tag hart arbeiten gehen, sondern da meinen sie sich selbst und die Besserverdienten und wollen gleichzeitig, dass hart arbeitende Menschen bis 72 schaffen sollen. Das ist unanständig. Und wer 45 Jahre gearbeitet hat, der hat es verdient, früher als andere in Rente zu gehen. Und das bleibt auch so. Wollen wir unseren Wohlstand und ein gutes Zusammenleben sichern, dann brauchen wir einen starken Sozialstaat, der für Gerechtigkeit sorgt, und eine starke Sozialpartnerschaft. Diejenigen, die den Wohlstand schaffen und eine hohe Lebensqualität in Deutschland sicherstellen, sind die in den Werkshallen, an den Krankenbetten, in den Kitas, auf den Traktoren, den Bussen, auf der Bahn, den Lkw und viele, viele andere mehr. Und deswegen haben wir den Mindestlohn als Anstandsuntergrenze auf 12 Euro angehoben. Und deswegen haben wir bei den kleinen Einkommen die Steuern und die Sozialabgaben gesenkt. Und deswegen werden wir mit dem Bundestariftreuegesetz dafür sorgen, dass mehr Menschen von Tarifverträgen profitieren, dass billige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen kein Vorteil sind, wenn es um Aufträge des Bundes geht. Denn wo Tarifverträge gelten, sind die Löhne höher und die Arbeitsbedingungen besser. Und davon wollen wir wieder mehr. Dazu haben wir das Wohngeld deutlich verbessert, denn niemand darf, weil es keine bezahlbare Wohnung gibt, arm werden. Und dazu kommt die Kindergrundsicherung, denn niemand darf wegen seiner Kinder arm werden. Und ein großer Schritt dazu ist gemacht. 250 Euro Kindergeld bis zu 250 Euro Kinderzuschlag. Das ist viel, das hilft. Und das ist die erste Etappe zur Kindergrundsicherung. Denn arm trotz Arbeit, das darf es in Deutschland nicht mehr geben. Und dafür haben wir viel getan und noch einiges vor, anders als die Union. Nein zur Mindestlohnerhöhung, nein zur Weiterbildung, nein zur Ausbildungsgarantie, nein zum inklusiven Arbeitsmarkt, ja zum Bürgergeld. Das wenigstens haben Sie richtig getan. Arbeit muss sich lohnen, das sagen hier alle. Dazu gehört aber zwingend, von Arbeit muss man auch gut leben können. Und dazu gehört eben nicht, dass wir die aus unserer Gesellschaft herausfallen lassen, die aus welchen Gründen auch immer länger arbeitslos sind.
Und die Gründe sind verschieden. Da gibt es den Unionsarbeitslosen, der dem Bild-Zeitungsarbeitslosen sehr ähnelt. Faul, ungepflegt, mit der Bierflasche auf dem speckigen Sofa. Gut für jede Empörung. Und dann gibt es auch die, die keinen Unterhalt für ihre und keine Krankenkasse für ihre Kinder und keine Krankenversicherung zahlen wollen, die schwarz arbeiten und denen deswegen im Zweifel auch die härtesten Sanktionen der Union egal sind. Das sind die Fälle für Polizei und Zoll. Und wir orientieren uns nicht an Umfragen, sondern an Wahlergebnissen. Letzte Bundestagswahl haben, glaube ich, wir gewonnen. Aber meistens ist es eben ganz anders. Hören Sie zu, Herr Kröhe. Meistens ist es anders. Da sind es eben nicht die, von denen Sie die Bilder zeichnen. Da sind es Alleinerziehende, wo Kinderbetreuung und Arbeitszeit oft nicht aufeinander passt. Arbeit und trotzdem Bürgergeld, das betrifft jede vierte Bedarfsgemeinschaft oder Menschen, die sich vielleicht nicht oder nicht so schnell von Schicksalsschlägen schwer erholen. Und die Pandemie hat uns das gezeigt, wen es alles treffen kann. Selbstständige, die sich nie haben träumen lassen, dass es sie trifft. Und auch die Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, mentale und körperliche. Der 60-jährige Dachdecker mit Rücken, der nicht gleich auf einen IT-Arbeitsplatz bis zur Rente weiterarbeiten kann. In Zeiten wie diesen, liebe Union, ist es so leicht, die einen gegen die anderen zu führen. Aber verantwortungsvoll ist es nicht und christlich ist es schon gar nicht. Sie bitte zum Schluss. Und deswegen ist es richtig, was wir tun. Wir investieren in die Menschen, in ihre Bildung, in ihre Arbeitsplätze. Wir investieren aber auch in Menschen ohne Arbeit mit dem Bürgergeld, weil sie eine zweite Chance brauchen und weil wir sie brauchen auf dem Arbeitsmarkt in anständigen Jobs. Und deswegen brauchen wir eine anständige Finanzierung der Jobcenter, gerade in Zeiten wie diesen. Da ist noch was zu tun. Glück auf. Ja, aber gerade bei den Jobcentern spart der Bundesarbeits- und Sozialminister, ja. Nun ja, Marc Biadatz jetzt von der CDU-CSU. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Wirtschaftsstandort Deutschland steckt in der Krise. Das Gleiche gilt offensichtlich auch für den Bundeshaushalt 2024. Und Herr Kober, arbeiten Sie sich bitte nicht an der Vergangenheit ab. Ich glaube, die Ampel muss in Therapie, denn Sie haben Realitätsverlust, Herr Kober. Sogar der Bund der Steuerzahler schreibt Ihnen ins Stammbuch: fehlender Weitblick und teure Beschlüsse. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Denn eine Gegenfinanzierung der Vorhaben muss Voraussetzung sein für eine solide Wirtschafts- und Regierungspolitik, liebe Ampel. Was Sie hier aber vorgelegt haben, ist weder solide, ist noch nicht mal durchdacht. Richtig ist, der Wohlstand, den Sie hier verteilen möchten, auch in diesem Haushalt, der muss zuerst erarbeitet werden, liebe Ampel. Die Koalition wirtschaftet aber derzeit, als wäre nichts geschehen, und arbeitet stur den Koalitionsvertrag ab. Und die Schulden, die steigen weiter an. Mit dem haushaltspolitischen Chaosplan schadet die Ampel vor allem den jungen Menschen und belastet den Arbeitsmarkt mit steigenden Sozialbeiträgen. Es ist das falsche Signal an die Gesellschaft. Wenn das Bürgergeld um 12% steigt und damit stärker als die Löhne von vielen Millionen Beschäftigten in diesem Land, statt Entlastung führt dieses neue Belastungsmodell für mehr Beitragszahler zu Ungerechtigkeiten. Ich schlage Ihnen vor, liebe Ampel, gehen Sie an die Inflation ran, dann helfen Sie allen Menschen in diesem Land. Schon jetzt ist absehbar, dass das gesamte Vorhaben zum Bürgergeld nicht nur wirtschaftlich ein Desaster ist, sondern auch arbeitsmarktpolitisch fatal. Ich bin überzeugt, das Bürgergeld muss grundlegend überarbeitet werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wurde eine Verbesserung der Arbeitsmarktchancen bei der Integration von Langzeitarbeitslosen versprochen. Die Zahlen beweisen aber, es geht bergab. Im Juni 2022 lag die Integrationsquote noch bei 18,6. Für März
2023 nur noch bei 16,7. Und die Talfahrt wird weiter Auffahrt nehmen in den kommenden Jahren, weil die Ampel jetzt ausgerechnet bei den Mitteln zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen sparen will. Das geht so nicht, liebe Ampel. Eigentlich ist die Rechnung doch ganz einfach. Je Menschen wir in Arbeit bringen, desto geringer sind die Belastungen für den Bundeshaushalt. Als Union haben wir immer gesagt, es muss Ziel sein, so viel wie möglich Menschen in Arbeit zu bringen, anstatt sie im Bürgergeld zu verwalten. Und die Arbeitsmarktchancen, liebe Ampel, die sind doch eigentlich gerade ganz gut. Der Fach- und Arbeitskräftemangel müsste doch eigentlich dazu beitragen, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Land sinkt und den Bundeshaushalt entlastet. Nur genau das Gegenteil ist der Fall. Deswegen, ich schlage Ihnen vor, liebe Ampel, setzen Sie endlich die richtigen Prioritäten. Statt neuer Belastungen brauchen wir spürbare Entlastungen für kleinere und mittlere Einkommen. Statt Diskussionen über eine 4-Tage-Woche, lassen Sie uns einen Pakt für Arbeit machen. Wir brauchen wieder eine Diskussion über Arbeit in diesem Land, meine Damen und Herren. Und statt arbeitsmarktpolitisches Wohlfühlprogramme brauchen wir echte Anreize für Arbeit in diesem Land. Lassen Sie uns auf diesem Weg voranschreiten, dann wird dieser Bundeshaushalt auch vielleicht noch gerettet. Aber ich glaube, es wird sehr schwierig werden. Herzlichen Dank. Danke, Frau Präsidentin. Der nächste Redner kommt von den Bündnisgrünen und heißt Frank Psirske. Und er ist der Sprecher für Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin, Abgeordnete. Die Ampelkoalition hat in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik bisher zahlreiche Entlastungen auf den Weg gebracht. Wir haben die Erwerbsminderungsrenten und das Kindergeld angehoben, eine Wohngeldreform auf den Weg gebracht, uns auf die Kindergrundsicherung verständigt und Hartz IV zum Bürgergeld weiterentwickelt. Ziel war es, mit dem Bürgergeld die Integration in Arbeit zu verbessern und das Existenzminimum besser abzusichern. Deswegen haben wir vereinbart, im Zuge der Reform die Regelsätze schneller an die Preisentwicklung anzupassen. Das wirkt sich nun positiv auf die Höhe des Bürgergeldes aus. Ausschlaggebend dafür ist, wie sich die Inflation bei Dingen des täglichen Bedarfs entwickelt hat. Und genau bei diesen Gütern, bei Nahrungsmitteln vor allem, war die Inflation besonders hoch. Dem trägt die Anhebung der Regelsätze jetzt Rechnung. Gibt es zu dieser Anhebung eine Alternative? Nein, gibt es nicht, jedenfalls nicht, wenn man die Vorgaben des Verfassungsgerichtes ernst nimmt. Und was machen nun Sie von der Union? Sie kritisieren öffentlich, dass die Erhöhung der Regelsätze zu hoch sei und schwadronieren, dass sich Arbeit nicht mehr lohnen würde. Sie versuchen, zulasten der Bürgergeldbeziehenden Stimmung zu machen und Geringverdienende gegen Bürgergeldempfängerinnen auszuspielen. Dabei haben Sie die neue Berechnungsweise selbst mitbeschlossen, mit Ihren Stimmen im Bundestag und im Bundesrat. Möglicherweise haben Sie nicht verstanden, was Sie da beschließen. Das wäre dumm gelaufen. Wenn Sie aber wussten, was Sie da tun, dann ist es umso übler, dagegen jetzt zu polemisieren. Wenn Ihnen das Lohnabstandsgebot wirklich so wichtig ist, dann allerdings wäre Protest überfällig gewesen, als die Mindestlohnkommission mit den Stimmen der Arbeitgebervertreter und der neuen Vorsitzenden den bisher verfolgten, auf Konsensfindung bedachten Weg verlassen hat und 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Niedriglohnbereich für die nächsten 2,5 Jahre massiven Reallohnverlust verordnet hat. Reallohnverlust und eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Das ist unerträglich, weil nicht hinzunehmen ist, dass der Mindestlohn auf Armutslohnniveau zurückfällt. Und ich lade Sie ein, mit uns zusammen das Mindestlohngesetz dahingehend zu ändern, dass, wie in der Europäischen Union empfohlen, bei der Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns stets mindestens 60% des Medianlohns sichergestellt sein müssen. Damit können wir verhindern, dass der Mindestlohn in die Nähe der Lohnarmutsschwelle fällt, aus der wir die Löhne ja gerade mit Einführung des Mindestlohnes herausführen wollten, und trägt dem Rechnung, was 85% der Bevölkerung in diesem Land für zutiefst richtig und moralisch geboten halten, dass Arbeit nicht arm machen darf und nicht entwürdigen darf. Ja,
Arbeit darf nicht arm machen und nicht entwürdigen. Beweisen Sie, dass Sie dieses Anliegen teilen. Und zeigen Sie, dass es Ihnen nicht eigentlich darum geht, die Regelsätze im Bürgergeld möglichst zu deckeln, damit es anschließend leichter wird, auch die Löhne nach unten drücken zu können. Höhere Löhne würden im Übrigen auch zu höheren Einnahmen in den Sozialversicherungen und im Staatshaushalt führen. Und damit bin ich beim Haushaltsentwurf für das kommende Jahr und beim Einzelplan 11. Neben der Mittelausstattung für Sprachkurse weist dieser Entwurf zwei Punkte auf, wo wir noch mal genauer hinschauen müssen. Das betrifft die Kürzungen beim Eingliederungs- und bei Verwaltungstiteln im SGB II und betrifft den Rechtskreiswechsel bei den aktiven Leistungen für junge Menschen unter 25 Jahren in das SGB II/III. Die Mittelkürzung beim Verwaltungs- und Eingliederungstitel läuft den mit der Bürgergeldreform verbundenen Bestrebungen glatt zuwider. Mehr und bessere Leistungen mit weniger Mitteln erbringen zu wollen, kann nicht funktionieren. In Wirklichkeit bräuchten Jobcenter nicht weniger, sondern mehr finanzielle Mittel. Wollen wir auf Dauer vermeiden, dass sich Teile der Gesellschaft als beruflich chancenlos und abgehängt wahrnehmen und betrachten. Die Kürzung ignoriert zudem den Umstand, dass sie die Zahl der Leistungsberechtigten in 2022 infolge des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Geflüchteten vielerorts um bis zu 20% erhöht hat. Ebenso wie sie den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und die damit einhergehende deutliche Lohnkostensteigerung ausblendet. Das geht so nicht. Und was den Rechtskreiswechsel bei den unter 25-Jährigen betrifft, da suggeriert die Verlagerung auf dem Papier einen einfachen Zuständigkeitswechsel. Tatsächlich aber laufen wir Gefahr, eine Lücke ins soziale Beratungs- und Betreuungsnetz zu reißen. Was da vorgeschlagen wird, verkennt den erheblichen Stabilisierungs- und Beratungsbedarf der aktuell im SGB II betreuten jungen Menschen. Statt Leistungen aus einer Hand zu bieten, würde mehr Bürokratie geschaffen, droht der ganzheitliche Betreuungsansatz verloren zu gehen und die Bürgergeldreform damit konterkariert zu werden. Verlierer wären die Jugendlichen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das aber, und damit komme ich zum Schluss, können wir nicht wirklich wollen. Danke. Frank Bsirske war das von den Bündnisgrünen. Man muss noch mal laut sagen, Koalitionsdisziplin kennt er nicht, denn Frank Bsirske, Sie wissen es, war Vorsitzender, Verdi-Vorsitzender von den Jahren 2001 bis 2019 und er kritisierte hier massiv die Kürzung des Ministers in den Jobcentern. Nächster Redner von der CDU-CSU, Kai Whittaker. Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt, die Reallöhne sinken und Sie von der Ampel erhöhen trotzdem die Sozialabgaben. Die Folge, die Menschen haben weniger netto vom Brutto in der Tasche. Das ist das traurige Ergebnis Ihrer Sozialpolitik. Und wissen Sie, was ich besonders traurig finde? Der Bundeskanzler hat in seiner Haushaltsrede kein einziges Wort darüber verloren, wie er die Menschen wieder entlasten will. Ausgerechnet ein Bundeskanzler der Arbeiterpartei SPD vergisst die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land. Vielleicht muss man sich ja auch mal daran erinnern, was Sie alle schon erhöht haben in diesem Jahr. Bei der Pflege plus 0,35%, für Kinderlose noch mal 0,25% obendrauf. Bei der Arbeitslosenversicherung plus 0,2%, bei der Krankenversicherung plus 0,3%. Nächstes Jahr soll das noch mal kommen. Kein Ende in Sicht, meine Damen und Herren. Das ist Ihre Bilanz. Und da muss ich nur sagen, in den 16 Jahren, wo wir regiert haben, da konnten sich die Menschen auf eins verlassen. Nie mehr als 40% Sozialabgaben, weil wir niemanden überfordern wollen. Sie interessiert das offensichtlich einen feuchten Kehricht, Herr Kober. Entlastungen, Fehlanzeige, keine Ideen. Dem Minister fallen nur zwei Dinge ein. Er möchte zum einen die Tariflöhne erhöhen und zum anderen den Mindestlohn erhöhen. Auf Deutsch, Sie wollen die Bruttogehälter erhöhen, für die Sie nichts zahlen müssen, und die Nettogehälter sinken weiter, obwohl es Ihr Job wäre, das zu verhindern, Herr Minister. Und ansonsten warnen Sie nur davor, Menschen mit geringem Einkommen nicht auszuspielen mit Menschen, die bedürftig sind. Da kann ich Ihnen nur sagen, Herr Minister, der Einzige, der hier Menschen ausspielt, das sind Sie. Sie, dort, wo Sie etwas tun könnten, da tun Sie nichts. Und da, wo die Tarifpartner Sie machen lassen sollten, da mischen Sie sich ständig ein. Das ist Ihre Politik. Dabei hätten Sie wirklich beim Bürgergeld genug zu tun. Was haben Sie uns da nicht alles versprochen? Mehr Bürgerservice auf Augenhöhe, mehr Respekt, mehr Integration in Arbeit. Pustekuchen kann man da nur sagen.
In unseren letzten beiden Legislaturperioden haben wir die Gelder für das Personal in den Jobcentern und für die Arbeitsvermittlung um 30% erhöht. Sie von der Ampel haben es innerhalb von 2 Jahren um die Hälfte wieder zusammengestrichen. Ausgerechnet in dieser dramatischen Lage, in der wir wirtschaftlich sind, machen Sie es den Jobcentern noch schwerer, Menschen, die arbeitslos sind, in Arbeit zu vermitteln. Man kann es jetzt schon an der Vermittlungsquote sehen, sie sinkt weiter. Von diesem Respekt können sich die Menschen in diesem Land nichts kaufen, meine Damen und Herren. Was jetzt wichtig wäre, wäre, lassen Sie die U25-Jährigen in der Hand der Jobcenter. Streichen Sie nicht die Mittel bei der Arbeitsmarktintegration. Aber vor allem machen Sie das Bürgergeld noch einfacher, entbürokratisieren Sie es endlich, mehr Arbeitsvermittlung, mehr Anreiz in Arbeit. Denn jeder Mensch, der einen neuen Job bekommt, stärkt nicht nur sein Selbstwertgefühl, nein, er stärkt auch die Sozialkassen und er entlastet den Bundeshaushalt. Herzlichen Dank. Kai Whittaker von der CDU kritisierte unter anderem die gestiegenen Sozialabgaben über 40%. Martin Rosemann jetzt von der SPD als Sprecher für Arbeit und Soziales der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wundere mich schon sehr über das, was ich hier in der Debatte von den Kollegen der Union zu den Jobcentern gehört habe und wie Sie, Herr Gröhe, Sie ganz persönlich sich hier aufgepumpt haben. Denn die Wahrheit ist, dass in den 16 Jahren, in denen Sie regiert haben, Sie sich kein einziges Mal dafür eingesetzt haben, dass die Jobcenter mehr Geld bekommen. Was wir hier erleben, Herr Gröhe, in dieser Haushaltswoche ist eine Union, die allen Entlastungen verspricht, die bei jedem Einzeletat kritisiert, dass die Ansätze zu niedrig sind und die dann den Bundesfinanzminister dafür kritisiert, dass er zu viel Geld ausgibt. Die Bürgerinnen und Bürger sind klug, die merken, dass das mit seriöser Haushaltspolitik nichts zu tun hat. Und was wir auch hier erleben, Herr Gröhe, seit der Rede von Friedrich Merz am Mittwoch bis hier in diese Debatte hinein ist, dass Sie Fakten verdrehen, dass Sie mit Schmutz werfen und dass Sie unser Land schlecht reden. Und dabei braucht es jetzt Anpacken. Dabei braucht es jetzt Anpacken und Zuversicht. Herr Gröhe, Sie haben bis heute nicht verwunden, dass Sie die Bundestagswahl verloren haben. Das ist doch die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und Sie haben sie zu Recht verloren, denn jeder hat am Mittwoch gesehen, was der Unterschied zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz ist. Denn Olaf Scholz hat von diesem Pult deutlich gemacht, dass es um Anpacken geht und um Zuversicht. Und das packt die Ampel an. Sie führt dieses Land mit Zuversicht durch die Krise und packt die zentralen Zukunftsaufgaben an, die Sie 16 Jahre lang liegen gelassen haben. Das gilt für sozialen Klimaschutz genauso wie für die Fachkräftesicherung. Wir setzen unsere Fachkräftestrategie konsequent um. Und dabei gilt, wir brauchen alle mehr qualifizierte Zuwanderung und alle inländischen Potenziale. Frauen, Ältere, junge Leute, Menschen mit Handicap und Langzeitarbeitslose. Dafür haben wir als Ampel die Weichen gestellt mit dem neuen Fachkräftezuwanderungsgesetz, mit der Einführung einer Ausbildungsgarantie und der umfassenden Förderung der Weiterbildung, mit dem Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt und mit dem neuen Bürgergeld. Damit aus Arbeitskräftepotenzialen Beschäftigte werden, braucht es den befähigenden und unterstützenden Ansatz, den die Ampel mit dem Bürgergeld auf den Weg gebracht hat. Wir heben alle Potenziale und wir unterstützen alle. Und diesen Anspruch werden wir auch mit diesem Haushalt realisieren. Und da haben wir im parlamentarischen Verfahren noch etwas zu tun. Das ist richtig. Das werden wir gemeinsam kollegial in der Koalition machen. Dabei werden wir auch gute Strukturen erhalten und besser machen. Denn es geht darum, dass die Wirtschaft wieder wächst. Dafür brauchen wir mehr Arbeitskräfte. Und ein aktiver und unterstützender Sozialstaat leistet einen wesentlichen Beitrag dazu. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass sich Leistung lohnt. Die Leistung, die die hart arbeitenden Menschen erbringen, die jeden Morgen aufstehen, am Band stehen, auf den Bau schuften, Pakete zustellen oder alte Menschen pflegen.
Deswegen haben wir den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht, das Wohngeld plus gemacht, den Kinderzuschlag ausgeweitet und das Kindergeld erhöht und bei dem Bürgergeld für mehr Freibeträge gesorgt und sorgen damit dafür, dass Arbeit den Unterschied macht. Und ich kann Ihnen das nicht ersparen. Das weitgehend ohne Zustimmung der Union. Sie haben den Respekt für Leistung nicht gezeigt. Sie haben die Mindestlohnerhöhung abgelehnt. Wir haben sie beschlossen, und wir werden jetzt auch die Tarifbindung stärken. Und lassen Sie mich zum Schluss kommen Sie bitte zum einen Schluss. Letzten Satz noch sagen. Denn Leistung zeigt sich am Ende auch bei der Rente. Und da müssen sich die Menschen darauf verlassen können. Und deswegen sage ich auch, ein Unterschied zwischen Ihnen und uns. Mit uns wird es keine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters geben. Bei Ihnen weiß man das nicht so genau. Ja, das war Martin Rosemann. Und der nächste Redner, Peter Aumann von der CDU-CSU, ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Rosemann, ich glaube, Sie sind sehr wenig draußen bei den Menschen unterwegs, sonst hätten Sie diese Rede am Anfang nicht so halten können, wie Sie es getan haben. Und der Haushalt, den wir heute diskutieren, zeigt genau, warum die Menschen im Lande diese Regierung nicht ernst nehmen, weil sie nicht geschlossen sind. Und die Debatte hat gezeigt, dass der Bundesminister für Arbeit etwas eingebracht hat, was nicht mal in der eigenen Koalition mehrheitsfähig ist. Ich habe mir die Rede des Herrn Bundesfinanzministers sehr deutlich angehört und auch nochmal nachgelesen, was er gesagt hat. Wäre kein Wunder, dass der Herr Kober auf den Haushalt A&S gar nicht eingegangen ist in seiner Rede. Der Herr Lindner hat gesagt, unser Sozialstaat kann nicht weiter wachsen. Wir werden dafür sorgen müssen, die Entwicklung unseres Sozialstaats zu begrenzen, aber nicht durch Streichung, nicht durch Einschränkung von Leistungen, sondern dadurch, dass wir die Migration in unserem Land steuern und dass diejenigen in Arbeit kommen, die arbeiten können. Sie haben vollkommen recht, Herr Lindner. Leider hat es der Bundesarbeitsminister nicht mitgehört und leider spiegelt der Haushalt A&S nicht wider, was Sie hier gesagt haben. Die Beispiele haben die Grünen ja aufgeführt, Arbeitsförderung im Bürgergeld für U25-Jährige. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister, das ist ein Taschenspielertrick, ich würde sagen ein schäbiger Taschenspielertrick, dass Sie 900 Millionen Euro durch die Beitragszahler bezahlen lassen wollen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist keine ehrliche Politik. Und am Ende des Tages, wenn man die Experten hört, sie haben genauso wie wir die Resolutionen aus den Kommunen und Jobcentern bekommen. Ich habe nur zwei Zitate aufgeschrieben. Spardiktat auf dem Rücken von Jugendlichen, Integration in den Arbeitsmarkt, platzen wie Seifenblasen, meine sehr geehrten Damen und Herren der Ampel, vor allem der SPD. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und dann kürzt der Herr Bundesarbeitsminister auch noch den Eingliederungstitel im SGB II. Wir haben sehr intensiv heute auch über das Thema Bürgergeld gesprochen. Dort, wo das Bürgergeld verwaltet wird, dort, wo wir versuchen, Menschen in Arbeit zu bringen, dort kürzen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Heil. Und auch hier das Urteil aus der Praxis vernichtend. Durch diese Maßnahmen werden Handlungsmöglichkeiten der aktiven Arbeitsmarktpolitik noch weiter eingeschränkt. Das wollen wir nicht. Für uns bedeutet Bürgergeld, Herr Heil, fordern und fördern. Und das ist die Grundkritik der Union, dass Sie das auch bei der Debatte um das Bürgergeldgesetz vergessen haben. Und diese Handlungsweise im Haushalt zeigt es ganz deutlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und der letzte Punkt vom Herrn Lindner, Entwicklung des Sozialstaates durch die Steuerung der Migration begrenzen. Eine Nebelkerze, Herr Lindner, wie viele Dinge. Auch davon findet man im Haushalt nichts. Das Handeln der Bundesregierung zeigt nichts. Unser Landesgruppenvorsitzender Alexander Dobrindt hat gesagt, für den Deutschlandpakt wäre das das erste Thema, das aufgegriffen werden soll. Und was macht Herr Heil? Er kürzt. Er kürzt bei den Jugendmigrationsdiensten. Er kürzt bei der Integrationsberatung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben recht, Herr Heil. Es geht hier nicht nur um Geld. Es geht um Zusammenhalt, Herr Heil. Es geht um Leistungsgerechtigkeit, wie Sie das gesagt haben. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Abgeordneter. Arbeiten Sie daran und denken Sie auch an die Menschen, die das Ganze bezahlen müssen. Herzlichen Dank. Nach Peter Aumer von der CDU-CSU kommt jetzt eine Kollegin aus der Fraktion, Silke Launert, ebenfalls CDU-CSU. Und sie ist die letzte Rednerin hier im Einzelplan 11 Arbeit und Soziales.
geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir beraten hier in dieser Debatte den Einzelplan des Arbeits- und Sozialministeriums. Und ich kann Ihnen sagen, auch wenn er in der öffentlichen Debatte gar nicht so stark vorkommt, er ist vielleicht die zentrale Schaltstelle, um auf Dauer wieder in geordnete Finanzen zu kommen. Wir haben einen Gesamthaushalt von rund 446 Milliarden und davon haben wir rund 172 Milliarden in den Händen unseres Arbeitsministers von Herrn Heil. Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, diese 35%, mehr als ein Drittel, eigentlich wird die Finanzpolitik zu einem ganz großen Teil auch von Herrn Heil gemacht, auch wenn man es nicht merkt. Und genau das muss man sehen, und dieser Verantwortung müssen Sie sich stellen. Ich sage es, es ist einer der wenigen Etats, der nicht gekürzt wurde, wo man mehr hat, mehr, über 5 Milliarden mehr. Und auch jetzt ist schon klar, der Finanzplan sieht vor, in den nächsten 4 Jahren, dann sind wir nicht mehr bei 171, 172, dann sind wir bei 191 Milliarden. Jedem muss klar sein, diesen Etat müssen wir uns genauer anschauen. Gibt es Reformen? Wird gehandelt? Ja oder nein? Das ist wichtiger denn je. Jetzt muss man sich fragen, wohin geht all das Geld, dieser Riesenetat? Und da haben wir zwei ganz große Bereiche. Das eine, das sind die Leistungen an die Rentenversicherung. Also man könnte ja eigentlich denken, die Rentenversicherung, eigenes System, beitragsfinanziert, das stimmt, neben dem Bundeshaushalt, neben den Steuern. Aber Konrad Adenauer hatte schon lassen Sie mich doch meine Rede halten. So viel, wie wir jetzt dazu geschossen haben, was auch unter Konrad Adenauer noch nicht. Jetzt gehen wir, lassen Sie mich einfach meine Rede halten. Also, das ist aber nicht so. Es ist nicht beitragsfinanziert. Wir haben Zuschüsse, wir haben ergänzende Leistungen zu dieser Rentenversicherung seit vielen Jahren, nur die steigen und steigen und steigen. Jetzt kann man sagen, und es ist wirklich so, ich weiß, was die Rentner nämlich haben, weil ich führe die Gespräche wirklich im Wahlkreis ständig, und deshalb kann ich es auch nicht mehr ertragen, wenn es hier heißt, wir spielen die Leute gegeneinander aus. Erst vor wenigen Wochen habe ich zwei Rentnerinnen getroffen. Nach 35, 45 Jahren Arbeit haben die eine Rente von 1.200, die eine von andere von 1.450. Und wissen Sie, was deren Thema war? Und das habe ich ihr nicht eingeredet. Das habe ich ihr gar nicht gesagt. Die wusste, was die Familie, ich sage nicht, mit welchem Hintergrund, mit mehreren Kindern an Bürgergeld hat, und war so sauer. Wir haben den Auftrag, diese Erzählungen der Menschen als Politiker, auch als Union hervorzubringen, und müssen uns nicht nur von ihnen beschimpfen lassen. Wir spalten. Die Menschen im Land sind schon gespalten. Merken Sie es nicht? Und wenn der Herr Dr. Rosemann sich hier hinstellt und den Kanzler feiert, und wenn der Kanzler hier alles schönredet, dann sage ich, merken Sie nicht, dass Sie die Leute verlieren? Sie waren doch mal eine Partei als SPD. Sie haben doch immer auch einen gesunden Menschenverstand gehabt. Sie waren doch bei den Arbeitern. Sie waren bei den Leuten mit wenig Geld. Und hier reden Sie alles schön und tun so, als würden die Bäume in Wirtschaft blühen. Das ist doch nicht der Fall. Ohne Menschen in Arbeit, ohne Druck, auch beim Bürgergeld, werden wir dieses Land nicht zukunftsfähig machen. Von dem Thema Fachkräfteabwanderung höre ich von der SPD gar nichts. Das interessiert Sie nicht, weil das Problem löst sich durch die Migranten von alleine. Sie wissen doch, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, Herr Heil, das ist doch nicht der Fall. Zum Teil gerne, zum Teil ja, aber doch nicht vollständig. Machen Sie Ihre Arbeit, machen Sie die großen Reformen, die anstehen. Die sind dringend notwendig. Sonst verlieren Sie die Menschen in diesem Land. Vielen Dank. Ja, und da hat die letzte Rednerin Silke Launert noch mal richtig Gas gegeben hier zum Ende. Das war die letzte Rednerin in der Debatte zum Einzelplan 11, Arbeit und Soziales.